Und damit moin moin und herzlich willkommen bei RSS. Und am Dienstagabend sind wir heute unterwegs und es geht weiter mit dem Space Race, allerdings mit einer kleinen Anpassung, da sage ich aber gleich was zu. Aber jetzt erstmal ein Hallo an alle, die schon da sind: an den Nasradam, den Neo, den Senfsoße, den Mimir, den Markus, den Gaming Kukui, den Jack, den Atlan, den Saruman, wen haben wir da noch? Den Hans. Den Hammer-Ossi und Hammer-Ossi, willkommen auch bei den Kommunauten. Danke für dein Follow während dem Vorspann. Und dann haben wir noch den Proxy und den Slash und den Zersiedler und den Antrax. Und ich hoffe, glaube, der Idel ist auch noch da und der Hans. Den Hans hatte ich schon, genau, dann sind wir komplett. Nee, der Devil to Get ist gerade noch aufgeschlagen. So, hallo erstmal dazu. Jetzt eine kurzes Update zum Livestream. Erstens, neue Kamera. Ich hoffe, das funktioniert heute alles. War natürlich eine super Idee, das eine Stunde vorm Livestream zu machen, aber es sieht zumindest nicht mehr so aus, als ob ich tot wäre. Zweitens, Kinomodus geht nicht. Das weiß ich nicht, hab nichts umgestellt. Kinomodus geht nicht. Weiß ich nicht. Vielleicht hat Twitch irgendwas kaputt gepatcht. Das kann ich nicht sagen. Und zweitens, wie ihr vielleicht feststellt, sind wir jetzt im Sommer 1955 und nicht mehr im... Wir waren, glaube ich, im Jahreswechsel zwischen 57 und 58. Warum gab es einen Zeitsprung rückwärts? Und zwar, ich habe die Karriere nochmal neu gestartet und im Hintergrund schon mal hochgespielt bis zu dem Punkt, wo es anfängt, interessant zu werden. AKA, wir müssen keine Sounding Rockets mehr machen, wenn wir das nicht wollen. Aus folgendem Grund. Cookie und ich haben uns unterhalten. Wir machen ja ein Rennen um die erste Mondlandung. Und dabei hat sich rausgestellt, dass der Cookie auf Hard Mode spielt und ich auf Normal. Und das war halt leider nicht so ganz fair, weil ich irgendwie das Doppelte an Geld und Reputation und Science bekommen habe, während der Cookie immer halb am Verhungern war. Also habe ich gesagt, ist ja überhaupt kein Problem. Mache ich nochmal ein Hard, da fühle ich mich eh wohler. Ihr kennt mich ja. Hard Mode spielen ist ja mein Lieblingshobby. Dementsprechend werdet ihr heute wahrscheinlich Live-Zeuge sein, wie ich elendig verhungere auf der Strecke zum ersten Orbit. Das heißt, ich habe jetzt ein bisschen weniger Science, ich habe jetzt ein bisschen weniger, ein bisschen meine ich deutlich weniger Geld. Ich habe noch nicht so viel ausgebaut, wie ich es ursprünglich hatte, aber wir sind im Science Tree auch nicht ganz so weit davon entfernt. Also wir sind einen Schritt noch von den Basic Capsules entfernt, das müssen wir noch machen. Und wir erforschen gerade die Staged Combustion. So, genau, da stehen wir gerade. Major Orbit Rocketry haben wir noch nicht und wie ihr seht, habe ich auch nicht so besonders viele Science-Punkte. Ja, und genau, Mission Control, wartet, ich muss gucken. Da, Mission Control ist auch angepasst. Es gab Beschwerden, dass ich mit amerikanischer Flagge fliege. Das habe ich natürlich überaus professionell gelöst, indem ich einfach die russische Fahne drüber geklebt habe. Tada! Also die sowjetische. So, und ja, das hat's mit dem Zeitsprung auf sich, damit ihr da mal im Bilde seid. Und jetzt kommen wir noch zu der zweitwichtigsten Frage des Abends. Was gibt's heute zu trinken? Ich habe mich heute für ein Rauchweizen entschieden. Von der Firma Braufaktum, das Rook-Rauchweizenbier. Ich lese mal vor. Das Rauchmalz wird über Buchenholz gedarrt. Gedarrt? Okay, ist wahrscheinlich ein Fachwort. Kenne ich nicht. Eine Tradition in Anlehnung an die Malzherstellung vor 1800. Milde Raucharomen sind harmonisch in die Weizencharakteristik eingebunden. Genug gelesen. In diesem Sinne sage ich mal Prost und nehme mal den ersten Schluck. Ist im Prinzip ein ziemlich dunkles Weizen. So. Also, Karriere ist da, Alkohol ist da, die Russen sind auch schon da, oder die Sowjets, und jetzt müssen wir mal gucken, was wir als nächstes machen. Also, es sieht folgendermaßen aus. Ich warte gerade, dass in 2 Tagen mein Launchpad wieder am Start ist, weil das ist ein bisschen zerlegt vom letzten Start. Wir forschen gerade an der Stage Combustion, das ist im momentanen Status, dauert das noch knappe 400 Tage, und wir haben nichts im Bau. So. Und jetzt machen wir das hier mal wieder zu und gucken mal, was es so an Aufträgen Schönes für uns gibt. Und wir haben momentan nichts aktiv. Wir müssen jetzt mal gucken, dass wir ein bisschen Science reinbekommen, weil sich das halt ziemlich zieht. Und dafür vielleicht erstmal ein paar kleinere Raketen bauen zwischendurch, damit wir nicht unterwegs verhungern. Ziel ist es für mich heute in die Nähe von entweder
dem hier zu kommen, dass wir das freigeschaltet kriegen. Oder aber in Richtung des Lunar Flybys Uncrewed. Da müssen wir mal gucken, was wir zuerst schaffen. Aber vor allen Dingen brauche ich ein bisschen Science-Punkte, die ich noch abgrasen kann. Und dafür machen wir jetzt erstmal einen relativ einfachen Satelliten. Und ja, ich habe schon zwei Satelliten sogar. Also ich habe schon alles an Science abgegrast, um die Erde rum. Außer, ich habe jetzt gerade mit der letzten Forschung, habe ich dieses Perturbation-Experiment freigeschaltet gekriegt und die Film-Return-Kamera. Das sind neue Experimente, mit denen wir jetzt was machen können und die korrelieren natürlich ganz besonders gut mit gewissen Sachen. Nämlich, ich zeige euch mal, was ich glaube, was eine gute Möglichkeit wäre, um Kohle zu verdienen. Oh, was ist das denn? Wir gucken da einfach nicht hin, dann passiert auch nichts. So, und zwar wäre die Überlegung zu sagen, wir könnten versuchen, entweder den First Solar Power Satellite zu machen, das heißt, wir schießen... Ignition Sequence Start. 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff. We have a liftoff. 32 minutes past the hour. Liftoff on Apollo 11. Tower cleared. We got a roll program. Ja, Mensch, da kam das erste Bitsharing ever. Vielen lieben Dank, Markus, für die Bits. Und wir machen hier mal weiter. Und zwar wäre die Überlegung halt, einen Sputnik 3 hochzuschießen. Der hat nämlich Solarzellen dran. Der würde das erfüllen. Und den könnten wir mit diesem neuen Orbital Perturbation Experiment in eine ungefähr polare Umlaufbahn schießen. Damit dann die ganzen Experimente abgrasen, die von dem Perturbation-Ding noch gehen und die Kohle und Reputation hierfür einheimsen. Andere Alternative wäre zu sagen, wir können das Return, also Reach Orbital Speed and Return Safely to Earth machen. Das könnte man nämlich hervorragend kombinieren mit der Kamera. Mit der können wir nämlich Fotos machen und die muss man zurückholen. Die kann man nämlich nicht... Also man kann die schon per Funk übertragen, aber da gibt es halt nur minimal Science zurück. Also wäre die Überlegung eigentlich jetzt, gehen wir in Richtung des ersten solarbetriebenen Satelliten oder gehen wir in Richtung eines Orbital Speed and Returns? Was haltet ihr denn für spannender? Ich persönlich würde gerne den Satelliten machen, weil der erstmal, glaube ich, ein bisschen einfacher ist. Ich könnte mich aber auch dazu hinreißen lassen, den Orbital Speed and Return zu machen. Ich habe schon ein paar Hitzeschilde. Also prinzipiell wäre das machbar. So. Discovery, nominal Miko, Ohms 1, not required. Jawohl, und auch an den Jack, vielen lieben Dank für die Bits. Und ja, die sind jetzt nicht so ganz russisch, aber ich kann es nicht jedes Mal umstellen. Da werde ich wahnsinnig. So. Gut, ich guck mal in die Raketen rein, während ihr euch entscheiden könnt. Ich schau mal, was ich so am Start habe. Ich habe natürlich schon mal ein bisschen was vorbereitet. Also für die Missionen, die ich schon gespielt habe. Theoretisch könnten wir ein... Genau, ich habe auch schon mal eine Re-Entry-Mission gemacht. Das sah dann so aus, das kann ich euch mal zeigen. Also da wäre die Rakete auch schon fast fertig, bis auf diese kleinen Fehler, die sich da immer wieder einschleichen. Zack. So, das wäre quasi das Return-Experiment, bis auf die kleinen Fehler, die sich immer wieder einschleichen. Genau, das habe ich, wie gesagt, quasi fertig. Wir können aber auf Basis von dieser Rakete auch mal probieren, ob wir den Sputnik 3 hinbekommen. Das würde dann nämlich heißen, dass wir einfach das hier machen und ich glaube, wir haben hier mindestens 3 Stimmen für den Satelliten und zack, das heißt, wir können uns mal mit dieser Rakete hier vergnügen und jetzt muss ich nochmal gucken, was hier, das ist es nicht, das ist es auch nicht, irgendwo da drin habe ich einen Probe Core, da. So, weg damit. Und dann gucken wir mal, ob das für einen Sputnik 3 reicht.
So, Sputnik 3. Gut. Gucken wir mal. Der Sputnik 3 ist erstmal so in sich ja schon relativ komplett. Ich habe keine Ahnung, ob ich schon... Ich hätte auch schon einen Kilonewton Thruster. Da können wir notfalls noch ein bisschen Delta V rauskratzen. So. Und was wir auf jeden Fall an dem Ding brauchen, ist dieses Orbital Perturbation Experiment. Zack. Das klemmen wir jetzt einfach mal an die Stelle ran. Ne? So. Und was wir sicher, oder was ich gerne sicherheitshalber noch mitnehme, ist ein Kommunotron. Ich weiß, da ist schon eine Antenne drauf und die ist auch nicht ganz schlecht, aber ich möchte den gerne, also jeden Satelliten, den ich hochschieße, auch die ersten Sputniks, die oben sind, habe ich mit so einer Antenne ausgestattet, damit ich die dann, solange sie noch Strom haben, einfach hibernaten kann und die Antenne ausgefahren lasse, sodass wir für unseren ersten Mondflug möglichst viele, also so nach und nach einfach schon mal so eine Art Billig-Kommunikationsnetz aufbauen. So, jetzt gucken wir erstmal, was die Rakete generell für eine Delta V hätte. Das wären 10.600. Ich bin mir gar nicht sicher, ob das schon komplett reicht für ein Orbit-Orbit. Also für einen polarlastigen Orbit. Obwohl da ein bisschen Puffer drin ist, ne? Ich guck mal ganz kurz was nach. Was wäre denn, wenn wir hier noch ein ganz kleines bisschen Hydrazin drunter bauen? So. Weil den können wir auf jeden Fall kaufen. Den brauchen wir früher oder später. So. Und so tun. Dann hat das nochmal 371 Delta V, die wir wahrscheinlich hier wieder verlieren. Naja, es bringt uns nicht so wirklich viel, ne? Also, ich würde sagen, wir lassen das einfach mal. Das ist halt so. Looped Coupling, Coupling, Coupling. Dann bauen wir den einfach hier drauf. Und hoffen mal das Beste, würde ich sagen. Für unsere Rakete. Und dann kommt hier jetzt das Fairing dran. Und ja, es haben schon ein paar Leute gesagt, hallo erstmal Karasit, und es haben schon ein paar gesagt, dass der Kinomodus bei ihnen nicht geht, bei anderen wiederum geht er und bei manchen ging er dann plötzlich. Ich kann es euch nicht sagen, dann nicht bei niemandem mehr, das stimmt nicht. Ein paar haben auch schon gesagt, dass der Kinomodus bei ihnen funktioniert. Ich weiß es nicht, ich habe nichts umgebaut, da müsst ihr mal mit Twitch sprechen. Also doch, ich habe eine neue Webcam rangehangen, aber davon wird der Kinomodus von Twitch nicht deaktiviert, nehme ich mal an. Ich glaube, Jack hatte gemeint, dass der Kinomodus bei ihm funktioniert. Ich weiß es nicht. Fragt mich bitte nicht. Ich kann ihn auch nirgendwo unterdrücken oder sowas. Ja, ich würde sagen, wir nehmen einfach mal die 10.600. Ich versuche, einen relativ normalen Orbit zu fliegen. Und wenn ich dann sehe, dass ich noch Puffer habe, probiere ich den einfach auf ein bisschen polar zu drehen. Das wird dann nicht komplett werden, aber so, dass wir zumindest einen Großteil der Biome abfrühstücken können. Das heißt, ich starte auch leicht nördlich angeturnt schon. So. Oh Gott, jetzt ersticke ich hier während dem Reden. Avionics sind in Ordnung. Das heißt, das können wir so lassen. Wir haben 105 Tage, um das Ding zu bauen. Das stört uns nicht, weil wir haben auch 400 Tage, bis unser nächstes Science-Ding fertig gebastelt ist. Und da ich die Rakete schon mal geflogen bin, brauchen wir die jetzt auch nicht groß testen, sondern wir können die direkt in den Bau geben. Und der Linkst oder LinksXD, willkommen bei den Kommunauten, danke für dein Follow und viel Spaß beim Zuschauen. Das heißt, wir lassen die Rakete jetzt einfach mal so stehen, wie sie ist. Ich gucke nochmal sicherheitshalber nach, ob wir hier alles ordentlich gefuelt haben, dass da nicht irgendwelche Spaßgeschichten mit drin sind. Jawohl, das sieht gut aus. Ich gucke nochmal in die Engines rein, ob wir schon... Wir hätten 109er. Was macht das 109er jetzt, wo wir es zur Verfügung haben? Außer, dass wir es dann natürlich nicht erforscht haben. 109, RD-109. Gibt uns das irgendwelche neuen Dinge, die wir vorher nicht hatten? Gleiche Laufzeit, aber 10 Delta wie mehr. 10 Delta wie mehr haben oder brauchen. Ist eigentlich nicht schlecht, ne? Was kostet der Spaß? 100 Funds. Also ich glaube, die leisten wir uns mal. Sind nämlich mal direkt 100 Delta V mehr.
So, jetzt müssen wir nur gucken, dass wir auf das Triebwerk ein paar Forscher ansetzen. Ich nehme jetzt mal die Billigvariante, ich habe nicht viel Geld. Damit das nicht total instabil ist, wenn wir losfliegen. Okay, Safari geht, Chrome kaputt. Wie gesagt, müsst ihr mal schauen, ob ihr einen anderen Browser benutzt oder sowas. Und wie gesagt, ich werde nicht in Polarorbit losfliegen, sondern ich werde vielleicht mit so 5 bis 10 Grad nördlicher Neigung von Osten her starten, um es noch ein bisschen leicht nördlicher zu machen, als es eigentlich schon ist. Und dann gucken wir mal, was passiert. So, das kam wieder aus. Sehr schön. So, jetzt gucken wir hier unten nochmal, ob sich hier auch was getan hat. Nee, da haben wir immer noch die gleiche Technologie und hier ist auch nichts Neues dazugekommen. Okay, hier bleiben wir auf den Triebwerken. Gut, ich würde sagen, lasst es uns so probieren. Wir hauen das Ding jetzt in den Bau. Und dann gucken wir mal. Also der ganze Spaß kostet uns jetzt 8088 Rubel, meine ich natürlich. Und jetzt können wir mal gucken. Mal gucken, jetzt ist die Grafik auch wieder in Ordnung. Wer weiß, was er hier für Sorgen hatte. Jetzt können wir mal gucken, ob wir nicht ein bisschen Geld investieren. Und zwar, wir machen jetzt den First Solar Powered Satellite. Das heißt, die Produktionskosten sind dadurch dann relativ gut gedeckt. Wir haben also ein bisschen Kohle über, die wir sogar noch Gewinn machen. Jetzt überlege ich, ob ich noch ein bisschen Upgrades in Science stecke. Damit wir ein bisschen schneller vorwärts kommen. Wir haben nämlich 30, glaube ich. Ich gucke mal schnell nach. Wir haben nämlich 30 Science zu erforschen. Und ich würde das gerne in einem Jahr schaffen, damit wir 1956 die Dings bekommen. Die vierte Stage zu unserer Rakete. Ohne die wird es nämlich schwierig, irgendwie zum Mond oder sowas zu fliegen. Dementsprechend werde ich jetzt mal ein ganz kleines bisschen Geld ausgeben. Ich sag mal so 20.000. Zack. Und damit müsste sich unsere Forschungszeit nämlich verkürzen auf etwas weniger als ein Jahr. So, vielleicht kriegen wir noch ein bisschen was durch unsere Rakete. Und jetzt würde ich mal sagen, wir bauen die Rakete jetzt erstmal fertig. Und hoffen mal das Beste. Zum Beispiel, dass nichts ausfällt. Hatte ich die Dings dran? Das Experiment habe ich rangebaut, ja. Okay. Tschüp, 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 tschüp. Wir warpen uns geschmeidige 100 Tage vorwärts. Und dann nehmen wir erst den Vertrag an, damit da keine schlimmen Sachen passieren, weil, naja, ich sonst in zeitliche Probleme komme. Und nee, es ist sogar so, die Vessel kann sogar schon auf dem Launchpad stehen, wenn ihr nämlich mal guckt. Wir wollten jetzt den hier machen. Launch a new vessel. Solange ich noch auf dem Startpad unten stehe und an den Klammern dran gehe und oben links die Uhr noch nicht läuft, gilt es noch nicht als gelauncht. Also ich könnte selbst da noch einen Auftrag für annehmen. Das heißt, wir machen mal den hier. Zack. Und ich bin mal ganz optimistisch, dass wir auch 360 Kilometer Höhe auf der Apoapsis schaffen werden. Also da werden wir einfach drauf hinarbeiten. Das heißt, wir nehmen noch den Sounding Rocket Medium einfach so als kleines finanzielles Goodie mit, sage ich jetzt mal. Gut, dann, was muss man hier Witziges tun? Inclination, nee, in Rückwärtsorbit können wir nicht. Das kriegen wir nicht hin mit der Kiste. Okay, das Zeug hier ist nicht machbar. Nicht mit der Kiste zumindest. Gut, dann bereiten wir mal den Rollout vor. Rollout vorbereiten. So, wir könnten jetzt die 3 Tage 17 natürlich nutzen, um irgendwas Lustiges zu bauen. Ich guck mal, ob es hier irgendwie was gibt, wo ich sag, ja, das wäre jetzt total gut, wenn wir das nochmal machen. Suborbital Flight Crewed wäre natürlich eine Möglichkeit. Ich glaube, das kriege ich auch schon hin. 200 Kilometer müsste machbar sein. Ich guck mal kurz, die Rakete habe ich, glaube ich, schon fertig. Dann werfe ich die einfach schon mal im Bau. Dann können wir das als nächstes machen. Damit wir einfach ein bisschen Geld mal reinbekommen.
und natürlich auch Forschungspunkte oder Reputationspunkte. Ich glaube, die Najesnik Reiter heißt das, glaube ich. War das? Ja, das sieht gut aus. So, was kann man mit diesem Engine anstellen? Nicht allzu viel. Also doch einiges, aber ganz schön teuer. Ich überlege gerade, ob ich nicht einfach einen anderen Engine nehme. So, was bedeutet das denn? Wir haben jetzt momentan die 0815-Variante mit 70 Sekunden Burntime. Wir können uns natürlich, was wäre denn so der preiswerteste Einstieg? Für 4000 Funds gäbe es die 101. Die 101, die hat 85 Sekunden, die ist natürlich lächerlich. Die 102 ist auch uninteressant. Ich glaube nicht, dass sich das lohnt. So. Ich glaube, wir arbeiten, aber ich glaube, das war auch ein bisschen knapp gewesen mit dem Triebwerk. Was machen wir da vor lauter Elend? Kaufe ich mir. Ich gucke nochmal, was der Auftrag bringt. Mit dem Suborbital Crew. Es muss sich ja finanziell lohnen, dass wir das machen. Wir wollen das ja nicht machen. Oh, wir kriegen so 7.000, 8.000 ungefähr. Da ist nicht besonders viel Musik drin, finanziell. Nicht besonders viel Musik drin. Muss ich ganz ehrlich sagen. Wenn ich mal so gucke, alle interessanten Engines sind eigentlich irgendwie im 14.000 bis 17.000 Bereich. Da machen wir dann Minus. Ich glaube, ich lasse das erstmal und wir starten die Rakete. Solange läuft die Fab halt mal leer. Und hallo natürlich auch an Lady Samus. Willkommen, viel Spaß beim Zuschauen und wir zoomen uns mal zum fertigen Rollout. Und ihr dürft schon mal die Fingerchen kreuzen. Also unser Auftrag ist klar, unser Auftrag ist, einen ersten solarbetriebenen Satelliten in den Orbit zu bringen und den Orbit mit einer Minimum-Periapsis von 300 Kilometern zu versehen. So weit, so schlecht. Und das probieren wir natürlich zu erledigen und dann versuchen wir noch, den Orbit so weit wie möglich in eine polare Bahn zu lenken, sage ich jetzt mal so. Ich bringe uns mal dem Licht entgegen. Na, gibt es hier auch irgendwo eine Sonne? Ja, sehr schön. Weil im Dunkeln starten ist natürlich, kann man machen, ist aber halt nicht besonders hübsch anzuschauen. So, und dann geht's auch schon los. So, Stage Combustion hat noch 248 Tage und wir versuchen uns daran, unsere Proton, sage ich schon wieder, Vostok-K mit Sputnik 3 in den Orbit zu bringen. Mal gucken, ob das so funktioniert wie gedacht. Das wird spannend. Wenn da jetzt wieder was ausfällt, war das ein ziemlich teures Vergnügen. Also vor allen Dingen auf der zeitlichen Ebene. Die Raketen selbst sind zum Glück noch nicht so teuer. Aber dann wird es auch zeitlich interessant, den Auftrag noch zu erledigen, bevor es losgeht. So. Ich muss einmal gucken, wo das Fairing ist. Das Fairing ist da. Okay, wie ihr seht, bin ich auch in dem Hard Mode jetzt auf vier Booster zurückgegangen, weil sich erwiesen hat, dass sechs Booster halt einfach die Fehleranfälligkeit nicht gerade geringer machen. Ja, und dann Finger gekreuzt, Daumen gedrückt, was auch immer ihr für Glücksbringer haltet. Und ich würde sagen, wir fliegen mal los in Richtung Orbit und hoffen das Beste, dass diese Rakete da auch ankommt. 3, 2, Risiko. So, Engines laufen hoch und Feuer frei. Schwere Geburt, aber es geht los. So, wir haben schon mal keinen Ausfall direkt beim Start. Das ist ja schon mal viel wert. Und was wir jetzt machen, ist, wir werden hier so ungefähr, also wir werden relativ gut in Richtung 90 Grad gehen, aber so ganz, ganz, ganz leicht, ganz, ganz leicht in die Richtung turnen, damit wir so ein bisschen Bewegung reinbekommen in die nördliche Richtung. Und dann hoffen wir mal, dass da genug Puffer drin ist für unsere 300 Kilometer. So, los geht's. Erste Anfänge Gravity Turn. So, das müsste eigentlich von der Neigung her schon reichen.
Ich ziehe die Rakete auch schon mal wieder hoch, damit sie es nicht übertreibt. Also, wir lassen ihn leicht mitdrehen und hallo auch an Leminox oder Leminox. Das kannst du dir gerne aussuchen. So, und jetzt lassen wir hier mal den Mech-Jab ein bisschen das Steuer übernehmen. Habe ich nämlich die Hände frei, um Bier zu trinken. Das ist immer sehr wichtig bei solch aufreibenden, aufregenden Raketenmissionen. Und wir können mal das Science hier unten auch noch anmachen. Hier habe ich schon abgegrast mit dem Orbital Perputuration Experiment. Aber es gibt noch so ein paar Stellen. Space. Doch. Space. Hier. Earth. Genau. Gravity Scan. Da seht ihr das. Da ist noch ein bisschen was zu holen. Ich hoffe mal, das funktioniert dann auch. Okay. Gut. Ja, ich benutze auch den Smart S gerade, genau, um das einfach ein bisschen in der Bahn zu halten, weil das mit dem Lag tatsächlich ohne, also ob ich jetzt den Smart S benutze oder später das SRS, das habe ich ja vorher auch schon benutzt, ist einfach ohne den ist es ein bisschen schwierig, wenn das Lag so hoch ist und die Rakete so viel Druck hat. Also mit einer 3er Thrust Weight durch die etwas dickere Atmosphäre und dann auch noch... Und dann auch noch mit Lag. Das ist echt schwierig. So, ich gehe jetzt aber wieder händisch ein bisschen tiefer noch, um meinen Winkel nicht zu hoch zu lassen. Und die letzten paar Booster-Sekunden noch zu nutzen. Wir kommen relativ flach raus, muss ich sagen. Schauen wir mal, wie sich das so entwickelt. Und wir haben gleich Booster-Separation. Booster sind raus und wir können uns gleich auch vom Fairing verabschieden. Das sollte luftstromtechnisch hier oben kein Problem mehr sein. So, und dann gucken wir mal. Wir haben jetzt 140 Kilometer Höhe erreicht. Da können wir noch ein bisschen dran arbeiten. Wir müssen eher auf die 300 Kilometer hoch. Und wir sind noch nicht zeitlich stabil auf dem Weg zur Apoapsis. Ich gehe jetzt noch ein bisschen runter mit der Nase. Behalt aber noch ordentlich Schub drauf. So, wir sind jetzt in einem Bereich, wo wir gerade einen Puffer von ungefähr 2000 haben. Um und bei. Ich mach mal den Satelliten an. Und ich fahre auch schon mal die Antenne aus. Also im Moment sieht das ganz gut aus. Jetzt müssen wir nur gucken, dass wir genug Höhe gewinnen und genug Zeit. Das sieht aber gut aus hier, wie die Zeit runter tickert. So, und wir sind auf einem ganz guten Weg und das sieht auch so aus. Also wenn jetzt hier irgendwie nicht irgendwelche großartigen Triebwerksausfälle uns heimsuchen, haben wir, glaube ich, eine relativ gute Chance, das Ding nach Hause zu bringen. Jetzt schauen wir mal. Lass ihn mal kurz ein bisschen autonom fliegen. Also wir müssen ungefähr auf 7600, 7700 Meter pro Sekunde kommen. Wir haben schon 2300 drauf und wir haben noch 7000 Delta V übrig. Sieht so aus, als ob das klappen könnte. Und wir haben auch eine ganz leichte Neigung auf eine nördliche Bahn. Das wird man jetzt hier noch nicht groß sehen. Das werde ich aber erst nachher, wenn sehr, sehr klar ist, dass wir sauber sind und es auf jeden Fall in den Orbit schaffen werden, werde ich beginnen, die Bahn noch ein bisschen mehr nach Norden zu drücken, um so viel wie möglich abzudecken. Wenn wir jetzt nicht polar fliegen, dann ist es so. Und tatsächlich ist meine Technik diesmal etwas stabiler, weil ich schon deutlich mehr Data drauf habe auf den Stufen. Auf der letzten ja jetzt leider nicht, weil ich da nur so ein bisschen Forschung reingepumpt habe. Aber es sind immerhin auch 5900. Gucken wir mal. So, und jetzt halte ich den mal auf dem Prograde, glaube ich. Also ich halte ihn jetzt mal mit SRS mit der Nase oben, dass wir jetzt gleich noch ein bisschen... mach mal bitte ruhig an, das SRS, nicht rumdriften hier. Dass wir nicht zu sehr abdriften und hier ein bisschen Zeit aufbauen, weil wir gehen jetzt gleich auf ein Triebwerk runter, was natürlich mit einer 0,57er Thrust Weight Ratio nicht unbedingt begeisterungsfähig ist. Und wir haben immer noch ein bisschen die Apoapsis hochzukämpfen. Ihr erinnert euch, wir haben zum einen für unseren Hauptauftrag, also Primärmission, P
Periapsis 300 Kilometer. Das werden wir auf jeden Fall schaffen. Aber Sekundärmission ist noch die Sounding Rocket. Sounding Rocket Medium, wollte ich natürlich sagen. Mit 360 Kilometer. Die wollen wir auch noch haben von der Höhe her. Das heißt, da müssen wir noch ein bisschen nach oben gehen. So. Gut, wir haben 5000 im Tank, 4000 geschafft. Sieht gut aus, wir haben immer noch guten Puffer. Hier auf der Ebene oder auf der Triebwerksstufe kann jetzt gar nicht mehr so viel schief gehen. Ich check noch einmal das Staging, ob das sauber ist. Das ist sauber. So. Und wir bereiten uns auf die Separation vor. Wir haben dann 2 Minuten 30 Zeit. Die Stufe, oh jetzt, ah, das habe ich gar nicht bedacht. Wir können aus der Stufe noch mehr rausholen, seht ihr? Wir können den Antrieb jetzt erweitern, weil die brennt 7 Minuten 20. Größeres Triebwerk, schnellerer Treibstoffverbrauch, habe ich nicht drauf geachtet. Da geht noch was. So, nächste Stufe ist scharf. Uns hat es gleich ein bisschen rumgerissen beim Decoupeln. So, nächste Stufe ist scharf und ich glaube, ich riskiere jetzt schon mal ein bisschen mehr einen Blick noch in Richtung Norden, weil wir so viel Puffer haben. 8, 9 sind wir momentan unterwegs. Aber schauen wir mal. Schauen wir mal. Sieht auf jeden Fall so schlecht nicht aus. Okay, die Höhe ist auch okay mittlerweile. Wir sind jetzt bei 380. Wir sollten nicht zu hoch gehen. Ich muss jetzt halt nur aufpassen, dass wir hier insgesamt nicht zu tief sinken. Aber wir haben 2 Minuten und ein bisschen Zeit. Die Inklination ist so oder so schon von unserem Startfenster aus immer so ein bisschen nach Norden geneigt. Also mal gucken, wir fliegen eh so einen etwas nördlich gebundenen Orbit. Fun Fact, übrigens auch der Grund, also warum fliegen die Russen nicht von Baikonur 46 Grad, so wie ich das gerade fliege? Wer weiß es? Die Russen fliegen nämlich 51,6 Grad. Warum? Warum fliegen die Russen mit einer 51,6 Grad Inklination und nicht mit einer 46 Grad Inklination, was ja viel intensiver, wollte ich schon sagen, treibstoffeffizienter wäre. Warum ist das so? Wer es weiß, kann sich ja mal im Chat als Schlaumeier outen. Dum, 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 dum. Nasradam ist von der Richtung her ein schöner Gedanke, aber es ist, geht nicht um die USA. Also bist nah dran. Und zwar, warum fliegen die Russen nicht über, ich gehe jetzt mal auf eine normale Prograde übrigens, einfach um den Treibstoff nicht zu verbrennen. Und zwar, wenn die Russen mit 46 Grad starten, genau, fliegen sie über China hinüber. Und das ging damals, wurde das nicht so gerne gesehen. Und zwar fliegen sie dann, wenn sie 51,6 Grad von Baikonur aus fliegen, fliegen sie erst dann über Teile von China rüber, wenn klar ist, dass die Rakete auf jeden Fall orbitale Höhe erreicht hat, also nicht mehr auf China runterfallen wird. Und um sich eben nicht unbeliebt zu machen, also nicht unnötig unbeliebt zu machen, bei den Chinesen, fliegen die Russen mit 51,6 Grad. Übrigens, warum ist, und jetzt kommt die nächste Frage, warum ist die ISS mit einer Inklination von 51,6 Grad unterwegs? Ich verrate schon mal den ersten Fakt. Der erste Fakt ist, weil man dann mehr von der Erde überfliegt durch die Rotation, weil je steiler der Winkel natürlich, ne, Polarorbit ist ideal, aber 51,6 Grad ist auch schon mal besser, weil von Florida aus, also Cape Canaveral, wären ja 28 Grad Inklination. Warum ist die ISS auf 51,6 Grad Inklination? Also jetzt ist es natürlich einfach, logischerweise, damit die Russen gut rankommen. Das wurde damals verhandelt zwischen den Russen und den Amerikanern. Und es wurde entschieden, dass es mehr Sinn macht, die ISS auf 51,6 Grad zu legen, weil dann eben mehr von der Erde überflogen wird als auf einem 28 Grad Inklinationsorbit. So, und natürlich das erste Modul auch von den Russen hochgeschossen worden ist, aber das ist nochmal ein anderer Fakt. Aber tatsächlich ist es einfach auch deswegen, weil man mehr sehen kann und weil das der Baikonur-Startpunkt ist. Das war ja damals noch gar nicht so klar, dass die Russen sie versorgen. Und hallo auch an den Creepy Shadow und an den Rusty, die dazugekommen sind. So, wir sind ganz gut unterwegs.
Eigentlich können wir jetzt langsam mal gucken. Warum haben wir eigentlich so einen komischen Spaßorbit? So, aber jetzt haben wir echt Puffer. So, der müsste doch... Irgendwas stimmt nicht. Warum geht denn mein Orbit nicht nach oben? So. Jetzt müsste aber ein bisschen was passieren, oder? Ja, jetzt sieht's gut aus. Jetzt ist Bewegung drin. Jetzt müssen wir nur aufpassen, dass wir noch genug übrig behalten, um die Mission nicht zu versauen. Aber wir können ja einfach die Mission schon mal relativ weit fertig machen. So, vielleicht machen wir so einen Kompromiss. 45 Grad. So. Sieht auch witzig aus, wo wir hinbrennen und wo wir hinfliegen. Sehr schön. Stimmt überhaupt nicht überein. Okay, also das Einzige, was uns wirklich noch aufhalten kann, ist ein Triebwerksausfall. Ansonsten sind wir ziemlich gut unterwegs. Wir brauchen jetzt noch so ungefähr 600, 700 Delta V in Richtung Orbit. Ich würde sagen, wir machen das Ding jetzt mal fertig. Chuchu, Vollgas in Richtung unseres designierten Orbits. Den machen wir fertig und sobald ich den habe, drehe ich auf Nordinklination, um noch so viel wie möglich Norden rauszuholen. So, wir müssen jetzt die Periapsis nochmal über 300 Kilometer bringen, dann sind wir eigentlich safe. Und da bin ich mal ganz zuversichtlich, dass das klappt. Denn wir haben noch einiges an Puffer im Tank. So, das sieht gut aus. 100 und ein bisschen. Und ich nutze die Zeit schon mal, um zu drehen. So, und wir gehen jetzt hier hart Richtung Norden. Oh, 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 oh. Fehler. Flugfehler. Flugfehler meinerseits. Ich darf nicht zu hart drehen. Sonst komme ich unter die 300 Periapsis runter. Na, wo ist die? Wo ist der Sweet Spot? Okay, so sieht's zivil aus. Okay. Wir brennen hier den letzten Furz Sprit noch raus, während unsere Periapsis langsam steigt. Und wir gucken mal, wie weit nördlich es dadurch noch wird. Aber so gigantisch ist es gar nicht. Und wir sind tatsächlich sehr südlich unterwegs, muss ich sagen. Irgendwas habe ich falsch gemacht. Aber ist egal, wir haben unseren Zielorbit erreicht. Wir haben First Solar Powered Satellite erledigt und wir haben Sounding Rocket Medium erledigt. Und jetzt können wir uns mal abtrennen von der Stufe. Überaus erfolgreich mit einer Explosion. Wenigstens eine kleine Explosion, ich wollte mal nicht so sein. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also, wir haben auf diesem Satelliten einen Gravity Scan mit dabei. Gravity. So, Grasslands, Mountains, Desert. Also da ist ein bisschen was dabei außer Pole. Das heißt, wir machen jetzt den Filter mal sauber. Zack. Und die Vakal. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kronauten. Viel Spaß beim Zuschauen. Und wir werden jetzt mal hier kurz, während das Launchpad eh noch am Reconditionen ist. Zack. Während wir die Science-Punkte einsammeln. Das sind zwar immer nur zwei, aber Kleinvieh macht aus und auch Mist. Wir haben einen Tag und 20 Zeit. Und wir haben ein bisschen Kohle verdient und sind damit, naja, fast wieder da, wo wir waren, bevor wir Science geupgradet haben. Und ich hoffe mal inständig, zack, dass wir jetzt auch noch ein bisschen Science rausgekratzt bekommen. Also theoretisch Mountains, Desert und Tropics ist noch drin. Das sind nochmal 2, 4, 6. Dann sind wir bei knapp über 20 Science wieder. Und dann können wir uns als nächstes mal damit beschäftigen, dass wir ein paar Fotos noch schießen. Die Fotokapseln geben nämlich, wenn man sie aus dem Orbit returnt, man kann halt leider immer nur ein Foto machen, geben die geschmeidige 9 Science-Punkte pro Fotokapsel. Und aus Streaming Spaßgründen habe ich das direkt über Baikonur mal freigelassen, sodass wir vielleicht mit einer kleinen Sounding Rocket oder sowas das mal erledigen können. Zack, Tropics. Also ich habe das hier deswegen offen, damit wir sehen, wann es vorbei ist. Poles werden wir heute nicht schaffen.
So. Dum, dum, dum. Und Earth's Desert. Und dann haben wir noch irgendwo Mountains. Mountains ist immer so ein bisschen dünn, aber irgendwann kommen auch Berge. Versprochen. Schauen wir mal, wann. Solange gibt es für euch ein bisschen Panoramafliegen. Und da sind auch schon die Mountains. Und damit haben wir die Mission erledigt. Wir sind durch. Earth's Poles werden wir mit dem Ding hier nicht schaffen. Da können wir noch mal gucken, ob wir irgendwann mal so einen Sputnik mit einer anderen Mission in Richtung Polarorbit, also so einen kleinen Sputnik, der einfach nur dieses spezielle Instrument drauf hat. Der ist nämlich sehr viel billiger und kleiner und damit effizienter. Und die Kiste hier ist elektrisch stabil. Das heißt, wir können sie tatsächlich sogar lassen. Oder hibernate ich sie? Ich muss sie eigentlich nicht hibernaten. Alles ist gut. Okay, wir können hier noch die Antennen nach unten ausfahren, dann ist er komplett, ist immer noch im Licht stabil. Missionserfolg! So, Space Center. Gut, kommen wir zum Bier. Also, erste Mission des Abends ist schon mal geglückt. Das ist okay. Wir sind finanziell jetzt für heute natürlich noch im Minus. Aber nur noch 18.000 und dafür, dass wir gerade 40.000 in Upgrades für Science gesteckt haben, ist das doch schon mal ein fairer Schritt. Und meine Überlegung war jetzt, wir können das jetzt auf zwei Arten und Weisen machen. Also, wir können den Weg gehen zu sagen, wir machen Orbital Speed and a Return Safely to Earth oder wir kombinieren das mit einem Suborbital Flight Crewed. Und bauen dafür die Rakete ein bisschen um. Suborbital schaffe ich schon. Keine Sorge, ich bin sicher, dass ich Suborbital schon schaffe. Wir machen Suborbital Flight Crewed und kombinieren den mit Fotos. Weil das Schöne daran ist, der gibt ein bisschen Reputation und der ist mit 7000, knappen 8000 in meinem Bonus, knapp über 8000, ist der auch sehr gut dotiert. Wir können allerdings auch, dann brauchen wir aber mehr Zeit, die Rakete zu bauen, den Reach Orbital Speed and Return Safely to Earth machen. Den kann man auch mit der Kamera hervorragend kombinieren. Der ist aber ein bisschen länglicher, weil wir müssen eine große Rakete bauen, denn wir müssen auf 6500 Meter pro Sekunde kommen und müssen dann wieder langsamer werden. That's the plan. Also, wir können zwei Wege gehen. Suborbital Flight Crewed und Juri ein bisschen auf seine Mission vorbereiten, ist aber geldtechnisch nicht so gut dotiert, geht dafür deutlich schneller, die Rakete zu bauen, weil sie nicht so groß sein muss. Oder wir gehen den Orbital Speed, das muss eine große Rakete sein, sinnigerweise macht aber auch Sinn, um noch Erfahrung auf die Triebwerke zu kriegen. Und wir kriegen richtig dick Asche dafür. Also hier kommen halt mal 70.000 bei rum. Das ist natürlich schon eine andere Nummer. So, vielen Dank erstmal. Sehr Fuzulea. Sehr Fuzulea. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Wenn nicht, verzeih mir und lass es mich gerne wissen, wie man es richtig ausspricht. Vielen Dank für dein Follow. Willkommen bei den Kurbonauten. Viel Spaß beim Zuschauen. Und genau, das Kalender-Dingsbums-Kommando funktioniert jetzt. Da hat mich der Neo so lange genervt, bis ich es ordentlich eingebaut habe. Und ja, ich glaube, machen wir doch bitte einfach den Weg mit wenige Flüge, aber die sind finanziell effizient. Und wir kriegen unsere Rakete damit teilweise noch ein bisschen verbessert. So, und jetzt können wir nämlich mal zum Thema verbesserte Rakete. Die ist quasi ja fertig, die Re-Entry. Ich weiß, dass die funktioniert. Und die ist folgendermaßen strukturiert. Ich habe sie vorhin ja schon mal auseinandergenommen. Also im Moment basiert quasi alles, was ich an Raketen habe. Wenn ihr das seht, ich habe mich so hochgearbeitet. Ich habe angefangen, übrigens, um es euch mal zu erklären, was ich gemacht habe. Ich habe angefangen mit Sounding Rockets. Als erstes kam die Grom. Die Grom heißt Donner auf Russisch. Und das war meine Sounding Rocket für die ersten Experimente. Dann bin ich umgestiegen auf die Grom M, die verbesserte Variante. Das war so meine erste Return-Kapsel. Da seht ihr, da habe ich mir aus. Das ist übrigens ein witziger Fakt, falls ihr mal RSS spielt und ihr habt noch keine Hitzeschilde. Batterien halten relativ viel Hitze aus. Man kann leicht suborbital gehen. Leicht. Geht nicht auf 400 Kilometer raus oder so. Aber damit habe ich dann meine ersten Re-Entry-Tests gemacht. Und ihr seht, wie sich das entwickelt hat. Also, ne, grüne kleine Sounding Rocket. Dann gab es eine grüne kleine Rakete mit dem RD-100-Triebwerk. Dann bin ich von der Grom rübergegangen auf die Najezdnik. Das ist die Reiter. Das war dann mein.
ebenfalls mit improvisierten Hitzeschild gebautes, mal gucken, wie weit ich es ausreizen kann mit einem Piloten drin, Teil. Damit habe ich dann die ersten Suborbital Flights gemacht, auch immer noch mit dem RD-100. Das war, bevor ich die Forschung dafür hatte. Und dann habe ich als erste Rakete den Sputnik 1 hochgeschossen. Und jetzt Trommelwirbel. Ja. Ich habe den Sputnik 1 platziert 1953, und zwar in der ersten Jahreshälfte 1953. Ich weiß nicht, wann Cookie das gemacht hat. Cookie, wann hast du das gemacht? 1953 ist mein erster Sputnik rausgegangen. Das war dann die erste Variante der Vostok-K. Und ab dem Punkt habe ich eigentlich immer weiter auf der Vostok-K aufgebaut. Und das ist jetzt der technologische Stand, wo wir sind und woran wir gerade forschen, ist die Forschung, um die nächste Stufe oben drauf zu setzen, was aus der Vostok-K dann die Mjolnir macht, also die Blitz. Mit der hätten wir dann theoretisch genug, um zum Mond zu fliegen mit Probes und vielleicht auch mal eine Venus-Mission zu machen. Viel mehr wird erstmal nicht drin sein. So, jetzt kommen wir aber mal zur Re-Entry One. Da bin ich ein bisschen vom Namensschema abgewichen, muss ich zugeben. Aber nur ein bisschen. Das ist Russisch für Re-Entry. So. Genau, also die Re-Entry One besteht aus einem Probe Core, den ich da drin versteckt habe. Unter dem Probe Core ist ein Biological Sample Capsule, also da kann ich Bioproben, Fruchtfliegen und so weiter mitnehmen. Dann gibt es hier das Orbital Perturbation, deshalb hatte ich schon ein paar. Ist also eine meiner neueren Raketen. Und unten drunter ist die Film Return Camera, mit der ich das Ganze dann ja, abfotografiere. Darunter eine große Batterie, einfach nur um Gewicht nach unten zu bringen. Denn es ist ja wichtig beim Wiedereintritt. Achso, das Ding hängt noch dran, oder? Es ist wichtig beim Wiedereintritt, dass der Masseschwerpunkt relativ nah am Hitzeschild liegt, damit das zuerst reingeht. Und deshalb die Batterie. Das ist, wie gesagt, es ist eigentlich hätte ich auch ein Bleigewicht reinbauen können oder sowas. Aber die Batterie hat den netten Nebeneffekt, dass ich relativ lange Strom habe. Dann ein Hitzeschild natürlich, damit ich nicht verglühe beim Wiedereintritt. Da ist noch eine Antenne dran. Und obendrauf ist natürlich ein Fallschirm, denn ich muss es ja returnen. Und returnen heißt nicht kaputt machen. Zack. Und um das Ganze dann zum Fliegen zu bringen und damit es auch hübsch aussieht, habe ich das quasi so ein bisschen versenkt. Das schützt dann auch den Heatshield noch ganz gut. Das reicht, dass ich die Antenne noch anfassen und ausfahren kann. Und das war's dann auch schon. Und Nasim, danke für dein Follow. Willkommen, viel Spaß beim Zuschauen. So, das ist letzten Endes unsere Re-Entry-Rakete, mit der wir im Moment so ein bisschen, oder mit der ich im Moment so ein bisschen am Rumspielen bin. Und mit der können wir das jetzt erledigen. Ich glaube, ich habe auch immer noch potenziell zumindest Biological-Dingsbums. Biological Sample. Okay, können wir abbauen. Verkürzt die Bauzeit. Kann ich erst wieder im Space High Over Earth verwenden. Hat sich also somit erstmal erledigt, aber verkürzt die Bauzeit halt auch wieder ein Stück weit. Ist also nicht alles schlecht. So. Wie ihr seht, das ist jetzt eine etwas höhere Bauzeit, eben dadurch, dass es eine relativ komplexe große Rakete ist mit Hightech-Kram, hat aber eben den Vorteil, dass wenn es klappt, lass mich das kurz mal zurechttüdeln. Ich bin da leider sehr single-threaded. Ich kann bei höherer Konzentration höre ich auf zu reden. Wenn ich aufhöre zu reden, bedeutet das immer, ich konzentriere mich gerade ziemlich und ich will es ordentlich machen. So. Genau, das bedeutet nämlich, dass wir mit der Rakete hier, wir kriegen ja knapp über 70.000 dafür, gut und gerne 60.000 Gewinn machen können, wenn das klappt. Also mit dem Orbital Re-Entry. Und nebenbei noch 9 Science-Punkte, because of, naja, Filmkamera. Genau. That's all the magic. So, jetzt gucken wir nochmal hier drin. Und zwar hatten wir gesagt, ich könnte jetzt für gigantische 100 den hochschrauben und der hat eine Laufzeit oder eine geratete Laufzeit von 27. Dann machen wir 719. Dann haben wir hier auch noch mal ein bisschen mehr Fuel zur Verfügung. So. Und sind, glaube ich, safe. Ich gucke noch mal sicherheitshalber. Triebwerke. Jawohl.
Separation. Und da kommt auch schon das Fairing. Genau, wieder mal an der falschen Stelle. Das reiht sich leider immer so ein bisschen ungünstig ein. So. Dann kommt, zack, zack, das gehört da nicht hin. Zack, 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 zack. So, und dann kommt hier die Abspaltung unserer Ladung. Oder unserer Landeeinheit. Und den Heatshield wollen wir natürlich nicht abtrennen. Den würden wir gern behalten. Schilde, also Schirme mache ich oben scharf. Gut, und das wäre dann quasi die Re-Entry One. Habe ich auch schon mal geflogen. Funktioniert also prinzipiell. Hat auch einen schönen Vorteil, und zwar ist die Oversized. Oversized heißt in dem Falle, also was das heißt, ist mir schon klar, dass euch das klar ist, aber wenn ich auf 6500 Orbital Speed bin, habe ich noch, also dann kriege ich das Häkchen und habe nur noch, dass ich muss es return, also nach unten quasi. Und was ich dann mache, ist, die letzten 1500 Delta V oder so, die ich übrig habe, drehe ich das Ding um, die oberste Stufe, und bremse schon mal, damit der Wiedereintritt nicht ganz so heiß wird und einfach sichergestellt ist, dass das auf jeden Fall funktioniert, was ich davor habe. So, jetzt genug gequatscht, ich gebe das Ding in den Bau. Und wir werden uns mit einem neuen Re-Entry-Versuch abplagen. Am Ende des Tages, ich glaube, ich habe die Avionics vergessen. Habe ich gerade die Avionics vergessen? Ich glaube, ich habe die Avionics sowas von vergessen. Okay, das müssen wir mit Mechjip klären. Das wird lustig. Raketen mit Mechjip fliegen, da bin ich auch so richtig der Profi drin. Na gut, aber es ist jetzt halt so. Wer es verkackt, muss sich auch nicht beschweren. So, wir haben jetzt auch wieder 308.000. Wieso haben wir 308.000? Weil ich was recovered habe, oder? Ich habe noch nichts angenommen. Oh Gott, ich habe das schon angenommen. Okay, aber wir haben 364 Tage. Sounding Rocket Medium. Wollen wir das machen? Ich glaube nicht. Das wäre mir zu hoch für den Re-Entry. So, jetzt müssen wir mal gucken. Also, Tech dauert noch 248 Tage, Fab dauert noch 161 Tage und ich würde sagen, wir investieren mal wieder ein bisschen. Also, theoretisch, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, wir machen eine erfolgreiche Mission, kriegen wir ungefähr einen Gewinn rein von 60.000. Das heißt, ich gebe jetzt mal stumpf 50.000 aus, weil ich völlig fest davon überzeugt bin, dass wir total gut unterwegs sind. Davon investiere ich jetzt das so, dass wir ein bisschen schneller bauen können, und ich investiere 2 Punkte in die Science, damit wir schneller mit der Forschung vorankommen. Heißt, am Ende des Tages, wir können jetzt bauen in 142 Tagen und heißt, unsere Forschung ist fertig in 225 Tagen. Es geht also voran. So, dann zoomen wir mal vorwärts und ich denke mal, das wird uns jetzt rüberbringen nach 1956. Also haltet schon mal die Silvesterknaller, die Partyhütchen und vor allen Dingen auch die Sektflaschen bereit. Ich mache jetzt mal Silvester. Silvester! So, wir sind jetzt auch schon im April. Es geht rapide vorwärts. So. Also, und Slash, du kannst keine EVAs machen mit den ersten Kapseln. Die erste Kapsel der Amerikaner, die EVA-rated ist, ist, glaube ich, die Gemini-Kapsel. Und ich glaube, bei den Russen die Voshod. Die ersten Kapseln sind nicht EVA-rated. Die haben keine Türen. Die sprengen die Türen ab. Also, wenn du mal durchliest, wie eine Mercury-Kapsel funktioniert hat, die hat einen Sprengsatz dran, um die Tür aufzumachen. Kannst du im Orbit machen, ist aber nicht die schlauste Idee, die du hattest. Von daher, wenn du versuchst, aus einer Mercury-Kapsel auszusteigen, tu es nicht. Vostok, tu es nicht. Hol dir eine Gemini-Kapsel, hol dir eine Voshod-Kapsel, dann kannst du EVAs machen. Vorher nicht. So, wir sind bright, wir sind sowas von bright. Haben wir Partypunkte bekommen? Nein, wir haben keine Partypunkte bekommen, schade eigentlich. Wir haben noch 82 Tage bis zur Forschung. So, und damit dann Rollout. Ab damit aufs Launchpad. Und ja, freut mich...
Nee, Cookie, habe ich nicht gelesen. Wann vermutest du denn, den First Satellite Contract gehabt zu haben? Ist komplett an mir vorbeigegangen. Warte mal, ersten Hälfte 1952. Dup. Aber kann man das nicht auch im Dings nachgucken einfach? Im Mission Archive? Ich guck mal kurz. Sekunde bitte. Bup, bup, bup. Bup, bup. Bup. First Artificial Satellite. Ach nee, das steht da nicht. Glaube ich. Nee, leider nicht. Steht da nicht. Ja, Cookie, dann bist du wohl besser als ich. Aber das ist dann halt so. So, wir haben eine Rakete auf dem Launchpad. Und die starte ich jetzt mal, um ein bisschen Kohle zu verdienen. Damit wir das weiter üben können. Dup, dup, dup. So, jetzt wieder Daumen drücken. Wir kommen jetzt wieder zu dem spannenden Teil. Ich gegen die Technologie. Ich hoffe, die Technologie ist mir heute wohl gesonnen und läuft durch. Kann ich steuern? Noch kann ich steuern. Ich bereite das schon mal vor, dass ich eventuell hier steuern muss. Zack, zack. Wenn es kacke läuft. So, und auf jeden Fall sage ich jetzt mal feuerfrei und wir hoffen das Beste. Rakete läuft. Und wir sind unterwegs. Und yo, ich habe für 0,2 Nupsi Dingsbums. Warte mal. Ich muss pitchen nach Plus. War das richtig? Oder muss ich pitchen nach Minus? Nee, das war auch nicht gut. Sion, ne? Ah, es ist Sion, die falsche Richtung. Okay. Und jetzt pitchen wir sie mal langsam wieder zurück nach oben. Komm hoch, bitte. Das ist die falsche Richtung. Naja. Sind wir mal nicht so, ne? So, das sieht doch gar nicht so schlecht aus. Zack, jetzt lassen wir sie mal einen Gravity Turn machen. Alter, Gravity Turn nicht übertreiben. So. Wie, du spielst auch mit anderen Mods, Alter. Ich gucke ihm. Ich versuche das hier vergleichbar zu bekommen und du spielst einfach mit anderen Mods. Das fände ich ein bisschen traurig. Ehrlich gesagt. Ich habe die ganze Karriere extra neu angefangen, damit wir es vergleichbar bekommen. Und du sagst jetzt, dass du mit anderen Mods spielst. Das enttäuscht mich etwas, Cookie. Das enttäuscht mich. Nicht, dass ich deswegen das Rennen abbrechen würde, aber es enttäuscht mich, ehrlich gesagt. Weil wir wollten doch ein faires Rennen haben. Und das ist ja gar nicht fair, wenn man es mit unterschiedlichen Mods macht. Also egal jetzt in welche Richtung. Aber es ist einfach nicht vergleichbar. Schade. Sehr, sehr schade. So, wir sind im Gravity Turn. Von der Höhe her sieht es gar nicht schlecht aus. Ich kann mal gucken, wie der Orbital Vektor aussieht. Der ist auch gar nicht übel. Den können wir jetzt eigentlich nehmen. So, und ich hoffe mal, inständig, dass es das dann gibt. So. Separation ist erfolgt und wir machen das Fairing auf. Das sieht auch gut aus. So. Surface. Gehen auf Surface Velocity Plus. Zack. Und wir müssen mal ein bisschen rollen wahrscheinlich. Wie wir sehen, funktioniert Rollen nicht.
Nee, ist plus Richtung, was ich suche. Nee, doch, ist minus Richtung. War schon richtig. So, wir gehen jetzt mal ungefähr auf den Horizont, weil wir jetzt Geschwindigkeit aufbauen wollen. So, jetzt heißt es brennen, 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 bis wir auf 6500 Meter pro Sekunde sind. Und dabei hoffentlich nicht zu hoch gehen. Aber auch nicht zu niedrig. Das wird jetzt spannend. So. Ein leckeres Bier. Gut. Nein, unabhängig davon ist es ja auch richtig, das mit Hard Mode zu spielen. Denn RSS ist ja auch dafür gedacht, im Hard Mode gespielt zu werden. Von daher alles nicht ganz falsch. So, wir nehmen jetzt mal ein Filmbeispiel. Das sind unsere neuen Signs, die wir haben wollten. Und wir machen jetzt mal unsere Antenne startklar. Activate. Und bereiten unsere Fallschirme auf ihren Einsatz vor. Gut, ungefähr 3000 Meter reicht uns. Wir wollen ja nicht ewig am Fallschirm hängen. Und ich sag mal, 500-400 Meter ist wahrscheinlich gut genug. So, zack. Fallschirm ist scharf. Sehr schön. So, jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier nicht zu flach gehen, denn wir müssen, um das zu erfüllen, müssen wir auf 150 Kilometer eine Suborbital Trajectory zumindest haben von 6500 Meter pro Sekunde. Da fehlt uns noch einiges für. Das heißt, wir müssen jetzt mal wirklich gucken, dass wir hochpitchen. Also nicht das da machen, was der gerade macht, sondern ein wenig hochpitchen. So. Falsche Richtung. Zack, zack, zack. Zack, zack. Und mal gucken, wie weit wir hochpitchen müssen. Jawohl, Time to Upper Ups steigt. Das heißt, wir können uns jetzt halten und warten erstmal und harren der Dinge, die da kommen. Was ich schon mal mache, ist hier die Türen wieder zumachen. So, jetzt sind wir im Prinzip auf eine Landung vorbereitet, wenn ich die Antenne noch einziehe. Der Rest sollte theoretisch funktionieren. Theoretisch zumindest. Und wir gucken mal. Also noch 30 Sekunden Burntime. Wir haben noch, also wir haben jetzt 4000 Meter pro Sekunde drauf. Es ist alles erfüllt, außer den 6500 Metern pro Sekunde, die wir schaffen müssen. Und ja, jetzt heißt es kurz warten. Jetzt warten wir mal darauf, dass wir A, unser Staging machen. Das hat natürlich auch nochmal den großen Vorteil, dass wir auf das RD-109 da oben auch nochmal Forschungsdaten bekommen. Das ist mittlerweile schon echt schön erforscht. Das macht's sehr stabil. Das freut mich. Oh, jetzt habe ich gequatscht und ich hoffe, oh, es zündet noch. Alles klar. Da hätte jetzt auch der Treibstoff instabil gehen können durch mein Gequatsche. Das war glücklich, um es mal nett zu formulieren. So, und jetzt warten wir mal und gucken, was passiert. Cookie, und schreib nicht die ganze Zeit, kann ich helfen? Und man sollte auch das RP0-Wiki lesen und man sollte auch dies und man sollte auch das. Wenn du was sagen willst, dann sag es doch einfach. Wenn du etwas sagen willst, sag es einfach. Dieses Rumgedruckse mit hätte man und sollte man und so, darf ich Tipps geben? Wenn du der Meinung bist, du möchtest was sagen, benutze den Chat, sei mein Gast, sag was immer du möchtest. Und lass dich aus. Und Deadly Ninja, oh Gott, Deadly Ninja Unicorn hat ein Follow da gelassen. Danke und willkommen bei den Kommandanten und viel Spaß beim Zuschauen. Und ja, ich glaube, wir sind ganz gut unterwegs, um die 6500 Meter pro Sekunde mit einer Höhe von über 150 Kilometer zu schaffen. Also ich bin da eigentlich relativ unbesorgt. Okay, unsere Time to Upper Ups fällt jetzt. Wir sind aber auch auf 240 Kilometer Höhe und haben jetzt noch sage und schreibe, naja, ein bisschen mehr als 1000 Meter pro Sekunde zu machen, bevor das losgeht. Und hier seht ihr das jetzt schon, wenn wir jetzt nochmal 1000 Meter pro Sekunde um und bei, ein bisschen mehr ist es noch, abziehen, dann habe ich noch so, naja, ich sag mal knappe 2,
knappe zwei übrig. Und die zwei nutze ich dann, um Orbital Retrograde zu gehen und Geschwindigkeit rauszunehmen, damit der Wiedereintritt einfach nicht ganz so heiß wird und die Chance umso höher ist, dass wir lebendig zurückkommen. Genau, schauen wir mal. Also, wie gesagt, letztes Mal hat es geklappt. Ich habe diesen Re-Entry-Contract schon einmal gemacht. Ich bin also zuversichtlich, dass es auch diesmal wieder funktioniert. Aber der Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen, wie man so schön sagt. Oder wie ich immer so gerne sage. Und wir werden sehen. Angekommen sind wir letzten Endes unten, wenn wir gelandet sind. Und dann schauen wir mal. Genau, Uriel, wie der Neo schon schrieb, das RSS ist im Moment nur kompatibel für die 1.2.2, also einmal downgraden über Steam, dir den Ordner wegkopieren, da drinne entsprechend deine Anpassungen machen und dann klappt es normalerweise auch mit Seekern. So. Außer Robert sagt das niemand, das behauptest du jetzt nur so. Ich habe den Spruch auch irgendwo her, also ich habe mir den ja nicht ausgedacht. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass ich mir den nicht ausgedacht habe. Ich bin mir zu 97,7% sicher, dass ich mir den nicht ausgedacht habe. Jack. Diese 3-Stunden-Streams sind echt zu lang. Ich habe zu wenig Bier für 3-Stunden-Streams, muss ich immer wieder feststellen. So, wir sind ganz gut unterwegs. Wir haben jetzt noch knappe 500 Meter pro Sekunde zu beschleunigen. Unser Experiment ist gemacht, also um hier nochmal reinzugucken. Big Fluffy, what? Pyrocumulonimbus Clouds. Achso, Pyrocumulonimbus Clouds, which is occurring over volcanic eruption in this image. Wunderschön. Also wir haben einen Vulkanausbruch gefilmt. Das macht mich stolz und gleichzeitig auch ein wenig traurig. So, ich warte jetzt eigentlich nur darauf, dass hier das grüne Häkchen kommt und dann drücke ich den Retrograde-Button. Wir sind jetzt über die Apoapsis drüber und fallen langsam, ist aber total furzegal, weil wir nur noch nicht mal mehr 300 Meter pro Sekunde beschleunigen müssen. Und das werden wir wohl schaffen, bevor wir unter die 150 Kilometer fallen. In diesem Sinne ist es halt total entspannt. Also, der Cookie schreibt, dass man das am besten auf Hard spielt oder wenn man Part Unlocking weglässt, sollte man das Fund Reward auf 20% setzen. Das hatte ich ja gesagt vorhin, ne? dass das schon korrekt ist, dass man es auf Hard spielt. Also da stimme ich dir komplett zu, das habe ich letzten Endes falsch gestartet mit einem Normal. So, wir haben unser Häkchen, das heißt, ich gehe jetzt auf Orbital Retrograde und du kannst beim SmartS bei Surface unter Surface das noch besser einstellen. Bei Surface unter Surface, okay. Muss ich mal irgendwann ausprobieren. Normalerweise versuche ich genug Avionics anzubauen, damit das funktioniert. Und So Silly Pudding ist jetzt auch ein Carbonaut. Willkommen bei der lustigen grünen Truppe und viel Spaß beim Zuschauen. Und du bist gerade noch rechtzeitig eingestiegen, um mitzubekommen, wie wir unter extremer Hitzeaufwendung und unter Gefahr für unser... Naja, da lebt ja keiner. Ich habe ja nicht mal mehr die biologische Da sind ja nicht mal Fruchtfliegen an Bord. Unter Gefahr für den armen Probe Corps, der auch sicherlich Rechte hatte und Pflichten und Familie und alles Mögliche. Den Wiedereintritt wagen. Mit exorbitant hoher Geschwindigkeit, die ich gerade versuche zu reduzieren mit diesem verzweifelten Retrograde Burn. Ja. Und jede Minute, ach, das sage ich, jede Minute, jede Sekunde, die dieses Triebwerk läuft, bringt uns näher an die 10.000 Maximum Science übrigens, die man auf so einem Triebwerk sammeln kann. Zumindest hat es bei mir irgendwann bei 10.000 aufgehört zu zählen. Das ist dann wohl der stabilstmögliche Zustand. Hilft uns hoffentlich auf jeden Fall für die, oder hilft uns hoffentlich, auf jeden Fall darf ich nicht im gleichen Satz sagen, hilft uns hoffentlich für die zukünftigen Raketen. So, und ich nutze mal die Zeit, um zu lesen. Der Sedafredo, der Schnorpel möchte einen Link posten. Lieber Moderator Neo, wenn du gerade da bist. Oder warte, ich habe hier gerade hier eine freie. Passiert ja nichts, ich muss ja nichts machen. Ich permitte mal den lieben Schnorpel. So, lieber Schnorpel, du hast jetzt 60 Sekunden Zeit, deinen Link zu opfern. Du darfst also gerne posten. Ah! Stromberg, natürlich, es muss ja von Stromberg sein, ich bitte euch. Stromberg, mein geheimer Held. Mein Vorbild. Mein Ziehvater. Teufel ist bekanntlich ein Eichhörnchen. Seht ihr?
Scheiße, jetzt wisst ihr, was ich heimlich gucke, wenn ich nicht gerade KSP mache. Stromberg. Eine absolut geniale Serie übrigens. Also alle von euch, die noch nicht Stromberg geguckt haben, um Himmels Willen, guckt Stromberg. Um Himmels Willen. Ihr habt so viel verpasst, wenn ihr Stromberg noch nicht geguckt habt. Ich weiß nicht, wie ihr leben könnt, wenn ihr Stromberg noch nicht geguckt habt. So. Gut. Wir nähern uns langsam, aber ungefährlich der Atmosphäre. Wir sind auf knapp unter 5000 Meter pro Sekunde. Wieder Eintrittsgeschwindigkeit runter. Hat jetzt auch übrigens den schönen Nebeneffekt, wenn man sowas macht. Das Hitzeschild ist schon in die richtige Richtung ausgerichtet. Ich mache jetzt nochmal einen letzten finalen Check. Der Fallschirm ist scharf. Das erkennt man daran, dass er hier leicht blau leuchtet. Oder wenn man rechts draufklickt, dass es einen Disarm-Button gibt. Und was wir jetzt gleich machen werden, sobald wir das Triebwerk ausgebrannt haben, was in jetzt der Fall ist, wir decouplen das hier einmal und werden natürlich diese überaus sexy Antenne einfahren. Denn diese überaus sexy Antenne, tendenziell guckt die halt so ein bisschen rüber. Also ich spoilere euch mal, beim letzten Re-Entry hatte ich sie eingefahren und habe dann gedacht, so, oh, ich könnte ja nochmal ausfahren, um zu gucken. Hab sie ausgefahren, das ist explodiert. Also die Antenne ist explodiert. Deshalb fahre ich sie natürlich ein, denn ich bin ein alter Knausersack und sehr verarmt. Und wenn ich diese Antenne recover, gibt es sicherlich wieder 2 Funds extra. Und ich brauche sie ab jetzt auch nicht mehr, denn ich kann hier eh nichts mehr tun. Das da kann aus, das hat eh keine Wirkung mehr und wir machen das da auch aus. Und jetzt harren wir die Dinge, die da kommen. Ich mache mal kurz den Zeitraffer als allererstes an und dann machen wir mal den zweiten Zeitraffer als nächstes an, nämlich den Physics. Ja, und naja, also was soll ich jetzt sagen, Wolfi? Also natürlich, wenn du die Wahl hast zwischen Stromberg und Kerbal Space Program Real Solar System, das ist eine einfache Entscheidung. Es ist natürlich Kerbal Space Program Real Solar System. Noch viel besser ist es natürlich, wenn Kerbal Space Program Real Solar System auf meinem Kanal geguckt wird. Dann kann ich natürlich nur sagen, hat Stromberg da überhaupt nichts mehr verloren. So, und wir haben hier noch... Oh, geil, Telemetrieanalyse. 0,7 unerwartete Science, nochmal nebenbei eingesagt. Und der Hanseat 1987 hat auch noch ein Follow dagelassen. Und den Hanseaten muss ich natürlich ganz besonders explizit begrüßen, denn... Moin, moin. Wir Norddeutschen unter uns müssen natürlich zueinander halten. Danke für dein Follow und viel Spaß beim Zuschauen. Und jetzt trinke ich erstmal so ein Weizenbier, weil das auch total norddeutsch ist. Nein, das ist der flüssige Ausdruck meiner Liebe zu Emojack. Weizenbier, das muss ich einfach machen. So jetzt, wartet mal. Ich glaube, den Heatshield werfe ich erst ab. Fun Fact, Re-Entry 1, also die Re-Entry-Mission, die ich geflogen habe in Vorbereitung, habe ich in der Situation jetzt gedacht, das wäre eine total schlaue Idee, den Heatshield abzuwerfen. Was ist passiert? Ich habe den Heatshield abgeworfen, der ist ungefähr bis hier geflogen. Dann bin ich aus dem Windschatten des Heatshields rausgekommen und der Heatshield hat gebremst und ich nicht mehr. Und dann ist der Heatshield von unten gegen mich gegengeknallt und hat mich echt übel ins Trudeln gebracht. Das ist mit Ach und Krach nochmal gut gegangen, hat mir aber für die Zukunft gezeigt, dass ich den Heatshield nicht abkoppeln werde, während die Fallschirme noch nicht mindestens pre-deployed sind. So, und soviel zum Thema Fallschirme pre-deployed. Ich warte jetzt mal schön und G-Counter. Das ist ein Probe-Core, der ist hart gesotten, der hat eine harte Schale und einen harten Kern und der kann 20G schon mal ab. Da muss man nicht so sein. So. So, und mein Devil, was hast du bisher verpasst? Ich habe viel zu wenig Geld und muss viel zu viele Sachen machen und ich denke, Cookie ist insgesamt sowieso besser als ich, aber das hält mich ja nicht davon ab, das Ding trotzdem zu gewinnen. Well, jetzt kommt der Punkt, wo ich natürlich keine Connection mehr habe. Well, und auch keinen Satelliten in Reichweite, also kann ich mir das auch sparen, irgendwelche Verzweiflungsaktionen zu machen. Kann ich einfach stagen mit Leertaste? Kann ich auch nicht. Gut, dann hoffen wir doch mal, dass die Fallschirme genug Speed rausnehmen, dass der Hitzeschild uns nicht alle umbringen wird. Das ist ganz schön schnell. Okay, das sieht aber gut aus. Das sieht gut aus. Alles ist super. Alles ist total super. Ja, ich kann ihn eh nicht abwerfen. Ich lebe jetzt damit. So. Weißbier, Junge. Nee, aber das ist doch kein Weißbier. Das ist ja nicht weiß. Das ist ein dunkles Weizen. Warum nennt man das Weißbier? Los, du Süddeutscher, erkläre dich. Warum nennt man das Weizen? Das macht überhaupt keinen Sinn. So, Freunde. Dicke Kohle. Recover. Damit ist unsere Investition von knapp 50.000 auf jeden Fall schon mal nicht für den Arsch gewesen. Er hat Arsch gesagt. Nein, hat er nicht.
Das war gut investiertes Geld. Das bringt uns nämlich insgesamt, selbst während der Bauzeit dieser Rakete, schon mal ein wenig vorwärts. Und hat uns auch noch sage und schreibe 9 Science-Punkte gebracht, plus wahrscheinlich ein bisschen was durchs Recovern. Das heißt, wir sind jetzt bei 34,2 Science. Das heißt aber auch, wenn wir Staged Combustion fertig haben, können wir jetzt Basic Capsules erforschen. Was natürlich ein total sinnvoller nächster Schritt wäre. Und danach müssen wir uns wahrscheinlich mal Improved Instrumentation zuwenden. Das können wir aber dann demnächst machen, weil Basic Capsules natürlich die erste Kapsel beinhaltet, mit der wir uns in den Orbit wagen können, ohne dabei jämmerlich drauf zu gehen. So. A dunkles Weißbier. A dunkles Weißbier. Dunkles Weißbier. Ah, dunkles Weißbier, das kann ich nicht. Tut mir leid, Jack. Ah, dunkles Weißbier, das ist, oh Gott, das ist fürchterlich. Das ist wirklich sprachlich blamabel. So. Was haben wir denn hier Schönes? Also, wir haben spannende Sachen gelernt. Was machen wir denn als nächstes? Wir könnten einen atmosphärischen Analysesatelliten abschießen. Was muss der können? Der muss im Orbit sein, diese Höhe haben und Temperature Scans und Barometer Scans abschießen. Das könnte zum Beispiel unser Satellit sein, mit dem wir einen Sputnik hochschießen, der das Orbital Perputuration Experiment noch über den Polen abfackelt. Das sind nochmal 2 Science extra und verdiensttechnisch wird es nicht viel sein. Das bringt uns dann so 2.000, 3.000 vielleicht ein. Kommunikation, das ist aber alles. Die Satellitendinger sind in einem ähnlichen Bereich, ne? Sound, das könnte man natürlich kombinieren mit Sounding Rocket auf 400 Kilometer, weil wir müssen für den Atmospheric Analysis Satelliten so oder so auf die Höhe. Wollen wir das machen? Dann hätte ich vorgeschlagen, wir überbrücken die Zeit, bis die Forschung fertig ist. Mal mit atmosphärische Analyse kombiniert mit Sounding Rocket Medium. Und Jansch, willkommen bei den Carbonauten. Danke für dein Follow und ganz viel Spaß beim Zuschauen. Also das wäre der Vorschlag. Wir könnten uns damit verlustieren. Und ich könnte natürlich auch langsam mal anfangen, die Updates zu machen, ne? Ich brauche nämlich ein bisschen Tracking, wenn ich zum Mond fliegen will. Dafür brauche ich ein bisschen Tracking. Passt auf. Wir sind technologietechnisch 78 Tage davon entfernt. Zack. Okay, wir haben genug Geld, dass wir nicht direkt pleite gehen. Das heißt, ich kann jetzt mal das hier anschmeißen und ich kann auch das hier anschmeißen. Der ganze Spaß kostet jetzt. Falscher. Oh, guck mal, ich habe ein Dings bekommen. Lasst uns schneller forschen. So. In 266 Tagen können wir dann Manöver fliegen. Das ist doch schon mal viel wert. Das hilft, glaube ich, um zum Mond zu kommen. So. Oh, jetzt hier gibt's. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Was? Nein, das mit dem. Oh Gott, mit Beleidigung an. Nein, das mit dem Sprachlichen war auf mich bezogen. Ich kann das nicht aussprechen. Oder auch einfach nur Hefe. So habe ich mir in Erdinger eine Kneipe immer bestellt. Das stimmt. Außerdem ist das Weizen und nicht Weizbier. Okay. Wer darf kein Bier mehr kommen? Das ist verboten. Okay, also man. Dunkles Weizen. Wie gesagt, das kriegt man hin. Du hast auch Lücken in der Startbahn. Ja, ich habe tatsächlich auch Lücken in der Startbahn. Ah, das schöne Holledau. Ah, da sind tatsächlich Hopfenfelder nebeneinander, soweit das Auge reicht. Also, alles gut. Ich fühle mit euch Süddeutschen. Ich habe überhaupt nichts gegen euch. Im Gegenteil, habe auch viele Jahre in Süddeutschland gewohnt. Alles ist gut. Ich konnte mit am Weizen schon aber was anfangen, ne? Das war bestimmt voll schlecht, aber es tut mir leid. Es ist lange her. So. Was wollten wir denn jetzt machen? Wir wollten den Atmospheric Analysis Satelliten kombinieren mit den Medium Sounding Rockets. Dafür
gehen wir in das Vehicle Assembly Building und werden uns dort einen kleinen Sputnik 1 bauen, den wir auf einen Polarorbit schießen. Der wird folgende Sachen haben: ein Thermometer, ein Pressmat-Barometer und das Orbital Perturbation Experiment. Zack. So. Ja, das ging deutlich besser als erwartet. Und alles andere bauen wir einfach ab, weil wegen Verschwendung und so. Kostet ja alles Zeit. So, das ist das Too-Hot-Thermometer, das brauchen wir. Geiger-Müller-Tube braucht keine Sau. Haben wir alles schon erledigt. Mikrometeoroiden-Detektor braucht auch keine Sau. Pressmat-Barometer bleibt natürlich dran. Und dann gibt es hier drüben jetzt noch aus der lustigen Abteilung unsere witzige Science-Ausstattung ein Orbital Perturbation Experiment, um mal ganz geschmeidig die Gravitation zu messen. Jetzt muss ich, oh Gott, jetzt muss ich dieses das Stängler da anbringen wieder. So. Zack. So, das heißt, Sputnik 1 ist in 89 Tagen gebaut. Das geht ja auch relativ flink. Jetzt kann ich nochmal gucken. Sputnik 1 hat nämlich. Das war. Wenn ihr euch fragt, was ich hier getan habe. Diese Rakete ist leer. Das war, bevor ich das Launchpad geupgradet hatte. Habe ich das Ding leer rausgestellt und auf dem Launchpad über die Tower betankt. Mittlerweile muss ich das nicht mehr tun. Deshalb werde ich jetzt mal Sprit hineinlassen. Zack. Und zack. So, jetzt ist sie voll betankt. Dann können wir hier oben den Antrieb auch noch umstellen auf den coolen Antrieb und den coolen Antrieb natürlich auch noch mit ausreichend Sprit versorgen, dass uns das was bringt. Dann haben wir 12.000 Delta V und jetzt können wir mal schauen. Und zwar, wenn ihr mal guckt, wir haben jetzt mittlerweile auf diesem Triebwerk hier 11.720 Data Units drauf. Es geht tatsächlich doch über 10.000. Ich meine, war so, als ob er bei 10.000 nichts mehr anzeigt. Wir haben auf diesem Antrieb 7.006, nee, 769, so wenig. Das ist tatsächlich erschreckend wenig. Wir wollen nicht, dass das irgendwann mal ausfällt, ne? Aber wir fliegen ja jetzt noch Probe. Das ist ja alles noch gut. Zack. Und jetzt gucken wir mal, auf dem Antrieb haben wir mittlerweile sage und schreibe 7200. Also die Booster sind auf jeden Fall nicht mehr das Problem, die äußeren Booster. Die sind relativ stabil. Und wahrscheinlich, weil ich das gesagt habe, wird jetzt aus Rache gleich die Rakete ausfallen. So, der ganze Spaß kostet uns 7785. Ich speichere den Sputnik 1 mal. Zack, und wir bauen ihn. So, und dann werden wir den jetzt zum Abschluss bringen. Und dann bin ich mal ganz guter Dinge. Und der Big Bo hat sich resubscribed für den zweiten Monat in Folge. Vielen lieben Dank, Big Bo. Ich lüfte meinen Hut und es freut mich natürlich, dass es dich überzeugt hat, auch den zweiten Monat dein Twitch Prime-Abo bei mir abzuladen. Und ja, viel Spaß beim Zugucken weiterhin. Gut, wir sind jetzt wahrscheinlich mit der Technologie fertig, bevor die Dings kommt. Das ist aber nicht so wild, weil wir haben direkt die nächste Technologie am Start. Das heißt, wir können jetzt erstmal zum Sputnik warpen, glaube ich. Spricht zumindest nichts dagegen. So, ich packe das Space Race. Bin ich mir jetzt zu 22% sicher, dass ich das, also dass ich es packe, ja, ob ich es gewinne, ist nochmal ein anderer Punkt. Auf jeden Fall gebe ich mir Mühe, nicht pleite zu gehen. Wenn es so weit kommt, ist ja schon mal viel geschafft. Also wenn ich es bis zum Mond schaffe, ohne vorher zu verhungern unterwegs, ehrlich gesagt, würde mir das schon sehr viel Freude bereiten. So. Aber es gibt einen Trick für die Startbahn, Wolfi. Neben der Startbahn fahren. Der Rasen oder hier in dem Fall Wüste ist relativ straight. Das ist sehr angenehm. So, 3 Stunden 5 und 28. Mein Vorschlag wäre jetzt, meine lieben Freunde, bevor wir das Ding in den Zeitraffer packen, das sind nämlich immerhin 3 Tage, 5 Stunden und 28 Minuten, die ich ungern verschwenden möchte.
Apropos, ganz wichtiger Punkt, wenn ihr mal RSS spielt, ich habe noch keine Ahnung, woran es liegt. Guckt immer mal wieder hier in Upgrades rein. Man scheint ab und zu mal Punkte zu bekommen. Bitte fragt mich nicht warum. Man bekommt ab und zu Punkte. Also guckt da immer mal wieder rein. Deshalb gucke ich da immer mal wieder rein, nur um euch das zu erklären. Mein Vorschlag wäre jetzt folgender. Wir haben jetzt mit Stage Combustion, haben wir das Triebwerk für die vierte Stufe. Mit dem Triebwerk für die vierte Stufe können wir potenziell eine Rakete jetzt vorbereiten, also die Mjolnir, um in den Lunar Flyby Lunar Impactor Modus zu gehen. Mein Vorschlag wäre jetzt, die schnell zu konzipieren und schon mal in den Bau zu werfen. Dann haben wir nämlich schon mal 3 Tage überbrückt, in denen das Ding arbeiten kann, während wir die Rakete nach draußen rollen. Ich hoffe, ihr habt da kein Problem mit. Und Cookie, gute Nacht und schau dir gerne noch den Rest in der Aufzeichnung an. Und wie gesagt, in Zukunft keine Angst vor irgendwie Tipps oder sowas. Also ich fühle mich überhaupt nicht gegängelt, sondern wenn du was loswerden willst und möchtest das sagen, entweder für mich oder auch für alle anderen, tu es einfach, weil wir können alle nur dazulernen und sicherlich mache ich auch viele Dinge falsch und manche von euch reißen sich. Also den Yin habe ich zum Beispiel in guter Erinnerung, der sich regelmäßig, glaube ich, bei Hardcore Colonization die Haare ausreißt bei den Sachen, die ich tue. Das ist okay. Ich habe nicht den Anspruch, perfekt zu sein, aber ich bin gerne bereit zu lernen und dafür müsst ihr es mir einfach sagen. Und ich baue jetzt einen Mjolnir. Das ist mir egal, ob ihr das gut findet oder nicht. Übrigens, wenn ich pleite gegangen bin in der Karriere hier, dann mache ich so ein Stream-Ding mit jede Subscription gibt plus 100.000 Rubel wieder auf meine Karriere drauf. Da müsst ihr alle spenden, damit ich vorwärts komme. Nein, das mache ich natürlich nicht, weil ich gehe nicht pleite. So, jetzt lass mich überlegen. Können wir das sinnvoll auf die Kiste aufbauen? Eigentlich schon. Es spricht eigentlich nichts dagegen, dass wir das so machen. Aber ich würde gerne einen speziellen. Pass auf, ich mache ein Sub-Assembly draus, dann kann ich das gleich wieder verwenden. Zack, zack, und das ist die Vostok K. So viel ist ja schon mal geklärt. Zack. So. Was ich jetzt machen möchte. Don't save. Ich möchte tatsächlich einen neuen Satelliten bauen. Das soll nämlich der grundsätzliche Satellitenträger werden. Dankeschön für dein Follow, Higor, und viel Spaß beim Zugucken. Und nimm dir gerne eine Couch bei den anderen Kronauten. Das hier soll nämlich der Träger werden, mit dem ich gerne später auch die erste Venus- und Mars-Probe machen möchte. Und da nehme ich jetzt keinen vorgefertigten Satelliten, sondern ich baue mir selber einen, denn ich brauche für die Mondmission etwas, das ich hibernaten kann. Der kann hibernaten. Und ich brauche ein bisschen zusätzliche Batterie, weil der muss eine Weile durchhalten. Und der einzigste bisher solar verfügbare Satellit, also ich habe leider noch keine Solarzellen. Alex, direkt drauf eingestiegen. Vielen lieben Dank und auch dir natürlich vielen Dank für das zweite Follow in a row. Freut mich, dass es auch dir so weit gefällt, dass du weiter zuguckst. Ich nehme das alles wieder zurück. Ich habe tatsächlich schon Solarpanels. Ich glaube, das Billige würde ich mir dann fast mal kaufen dafür. Ich meine, das kostet 1.500, das kann man schon mal machen. So als Einsteigerding. Cool. Und was wir noch zusätzlich machen ist, wir werden hier, also wie gesagt, das soll auch später die Grundlage für die Venera und die Mars Probe werden. Deshalb fange ich damit jetzt einfach mal an und ich teste die als erstes am Mond. Denn Fun Fact, wenn man es schafft, also ich habe das mal grob zusammengerechnet, Leonardo Zing, willkommen, viel Spaß beim Zuschauen. Wenn man es schafft, von der Erde aus, 9400 Delta V, in den Orbit in den Mondintercept zu gehen, 3260 Delta V, und für 680 Delta V abzubremsen in einen Orbit, das ist dann Low Orbit, ein bisschen weniger tut es auch, dann hat man genug Delta V aufgebracht, um 3210 Delta V einen Earth Intercept, also weg aus der Erdanziehungskraft zu fliegen, also ein Earth Escape in dem Falle, ist ja kein Intercept, und nochmal 640 Delta V draufzupacken, dann kann man einen Flyby an der Venus machen, zum Beispiel. Und für 400 Delta V mehr ist es der Mars. Das heißt, schaffe ich es, eine Probe zu bauen, die ich mit meiner Molinja-Rakete in eine Mondumlaufbahn bringen kann, dann ist das nächste Venus-Startfenster sowas von meins. Sowas von meins. Deshalb fange ich jetzt schon mal an, damit zu bauen.
Und wir wollen dafür irgendwo in die Richtung gehen. Länge ist ein bisschen too much, ne? So. Round, round, round. Oh ja, wartet mal. Das da gefällt mir. Na, nicht too much. So. Wenn ihr euch mal fragt, was ich hier optisch gerade tue, guckt euch mal die Venera Probe an. Das ist ein bisschen durch die inspiriert. Also, um Himmels Willen, ein bisschen. Nicht wirklich viel. Damit haben wir dann 17.929 Delta V. So, ich hätte eine Beschwerde. Ich fühle mich durch diese vielen unterschwelligen Kapitalistenvideos in meiner Ideologie unterdrückt. Unterschwellige Kapitalistenvideos. Du meinst sicherlich die ganzen vielen Apollo-Sachen. Der Punkt ist halt einfach, das benutze ich für alle Twitch-Streams und das wäre ein Riesen-Hassel, das jedes Mal umzustellen, wenn ich den einen Russen-Stream mache jetzt hier. Von daher werdet ihr in eurer Sowjet-Ideologie oder Kommunisten-Ideologie leider damit leben müssen, dass ihr dauernd Astronauten unter die Nase gerieben bekommt. Das sind aber alles Fake-Videos, ne? Das ist einfach nur, wir spielen das vor, damit ihr erkennt, wie amerikanische Propaganda aussieht. Denn die sind natürlich nie auf dem Mond gelandet. Wir werden allerdings auf dem Mond landen, denn wir sind die Guten. Wir sind die Guten. Merkt euch das immer. Sagt euch das jede Nacht vorm Einschlafen, mehrmals selbst. Wir sind die Guten. So. Einen Tank brauchen wir für das Ding auch noch. Wir wollen ja irgendwo hinfliegen. Ich habe keine Ahnung. Ich mache jetzt mal so, dass es optisch für mich gut aussieht. Ich würde das in diesem Silberdesign lassen. In dem Falle tatsächlich. So, und jetzt machen wir da mal ein Triebwerk ran. Hat keiner gesagt, der Kommunismus wäre leicht. Das stimmt, das hat nicht mal Marx gesagt. So, das ist ein Tank, ein Service-Modul und wenn wir es nochmal ranstecken, begreift er bestimmt auch, dass Hydrazin sein soll. So, und jetzt gehen die Probleme schon wieder los, denn wir haben jetzt viel zu wenig Control-Gedöns, Bums, Dings, Bums, um irgendwie was zu machen. Avionics. So, jetzt gucken wir mal, wie klein wir ein Avionics bekommen. Kann man das? But can we do smaller? Yes, we can, aber wir müssen es wahrscheinlich länger machen. So, was für eine Weite ist das hier? 500, das passt doch. So, jetzt machen wir es noch so kurz wie möglich. Okay, mehr geht nicht. So, und jetzt passt auf. Verschwindibus, es war nie da. So einfach ist das. Gut, dann brauchen wir noch Control-Düsen, aber muss ich hier echt alles kaufen? Cookie? Wenn du diese Aufzeichnung siehst, ich hasse dich. Ich hasse dich so sehr dafür, dass du mir den Hard-Mode angetan hast. Also nein, es ist alles gut, aber nein, ich hasse dich. Das ist echt fürchterlich. Das ist total fürchterlich. Ich glaube, wir nehmen die ganz klein. Oh, bitte lass. Bitte, lieber Gott, mach, dass ich schon Hydrazin benutzen kann. Oh, die sind echt klein. Wow, ich hoffe, dass das funktioniert. Alles nur Probleme. So. Das ist lächerlich. Was ist das? Ein RCS-Booster für Ameisen? Hydrazin, Gott sei Dank. Wenigstens das funktioniert. So. Das ist echt ekelhaft. So, und falls sich jemand fragt, das ist natürlich die Lunik 1. Und jetzt Fun Fact. Kleine Winterrandinformation. In der Stadt, in der ich geboren und aufgewachsen bin, gibt es tatsächlich ein Hotel Lunik. Ich spiele natürlich die Sowjets aus voller Überzeugung, denn ich oute mich jetzt mal. Ich bin geborener Zonenbürger, wenn man das so nennen darf. Es gab tatsächlich ein Hotel Lunik in meiner Heimatstadt. Oder das gibt es immer noch, ist mittlerweile aber eine Ruine. Ist ja so ein bisschen vorbei, die DDR-Zeiten. Aber so sieht's aus. Genau, die erste Mondprobe. Kriegen wir das vielleicht ein bisschen besser attached noch? Jawohl. Schön mittig drauf. Wir nehmen jetzt erstmal diese Antenne. Das reicht uns für den Flug zum Mond locker aus. So. Ja, wie gesagt, ich habe genug Hinweise gegeben. Also, wer es nicht schafft, mit Hilfe des Internets rauszufinden, wo es das Hotel Lunik gibt. Im tiefen Osten.
Dem sei es auch nicht vergönnt, herauszufinden, wo ich geboren und aufgewachsen bin. So viel Eigeninitiative müsst ihr schon noch aufbringen. So, also, der ganze Spaß hier hat jetzt 400 und ein paar gequetschte Delta V. Und natürlich kommt hier science-mäßig alles ran, was das sowjetische Vaterland uns gegeben hat. Oder es war das Mutterland in dem Falle. Das sowjetische Mutterland uns gegeben hat. Das heißt, alles, was gut und billig ist, teuer war leider nicht mehr drin, wird an diesem Raumschiff verbaut. Denn wir wollen das Maximum an Wissenschaft aus diesem verdammten Mond herauskratzen. Entschuldigung. Jetzt müssen wir mal kurz sauber mittig gehen. Zack. Was hatte ich jetzt? Oh Gott, jetzt habe ich ja vergessen, welche Farben ich schon angebaut habe. Die noch nicht, alles klar. So. Ganz wichtiger Punkt übrigens auch, ich zeige euch das gleich nochmal. Bitte, immer wenn ihr RSS spielt, nehmt den Geiger-Counter mit und nehmt die Geiger-Muller-Tube mit. Das sind zwei unterschiedliche Experimente, auch wenn beide Experimente Log-Radiation-Data heißen. Es sind unterschiedliche Experimente. Also nur, damit nachher keiner sagt, er hat die Daten nicht gekriegt. So, und was wir jetzt mal machen für den Anfang, das wird später durch irgendwas Effizienteres ausgetauscht. Wir nehmen jetzt zwei Solarpanels mit von der Billow-Variante. Alter, zwei Tage Bauzeit, nur wegen den Solarpanels. Ey, werden die im Mund geklöppelt. So. Neo hat richtig geraten. Genau, ich bin aus der Stadt mit dem wunderschön sperrigsten Namen, den man finden konnte. Fun Fact, hieß auch nicht immer so. Der Neo kann jetzt gleich mal noch weiter Wikipedia benutzen oder Google und mal rausfinden, wie die Stadt vorher hieß. Und dann werdet ihr merken, wie viel kommunistischer Stolz in mir vorhanden ist. Nein, de facto nicht, aber ist ein witziger Fakt, wie die Stadt vorher hieß. So. Genau, also Wolf gerechnet vom Orbit, also der Venus-Flyby ist auf jeden Fall weniger teuer, als einen Mondorbit zu schaffen. Das heißt, wenn man einen Mondorbit schafft, muss man eigentlich nur noch schaffen, ein ordentliches Manöver zu fliegen, dann kann man Venus-Flyby machen. Das Problem ist halt, dass der Orbit in die Venus halt, oder in den Venus-Orbit halt schwierig ist. Weil dafür brauchst du dann irgendwie fast 3000 Delta V nochmal für einen Low Orbit und auch um einfach nur eingefangen zu werden, weil es halt ein interplanetarer Transfer ist. Es ist halt sehr schwierig und die Atmosphäre der Venus ist sehr dicht. Damit ist ein Aerobreak halt auch sehr grenzwertig, um es mal so nett zu formulieren. Also, die sind jetzt erstmal interimsweise. Oh, wartet mal, ich merke gerade, ich habe hier das Ding jetzt zweimal dran. Die sind interimsweise, hier möchte ich gerne später die ausfahrbaren Solarpanels hinmachen, wenn das mal eine interplanetare Mission wird. Aber wir fangen jetzt erstmal irgendwo an und irgendwo ist in dem Falle hier, exakt hier. So, soviel zu dem Thema. Das ist unsere Upper Stage. Das sind die, wo sind sie? 436 Delta V, die wir haben, um im Orbit des Mondes zu operieren und dort gegebenenfalls noch einzubremsen. Und Stalinstadt von Sakemi war schon durchaus korrekt. Ich hatte es nur noch nicht kommentiert, glaube ich. So, jetzt machen wir uns einen Decoupler-Start klar. Zack. Sakemi, du bist auch aus Stalinstadt oder aus O1220, wie wir Insider sagen. Das ist ja witzig. Das ist. Also tatsächlich ist es sehr, sehr witzig. So. So, so, so. Und. Dann machen wir uns hier mal eine Upper Stage, die vernünftig aussieht. Das sieht. Oder? Der wird jetzt nicht nochmal schmaler. Nee. Okay. Ich habe aber keinen Dialekt, nein. Also da, wo ich herkomme, ist auch eher so, wenn Dialekt, dann eher so ein bisschen berlinerisch. Also der ostdeutsche Klischee-Dialekt ist ja eher ein sächsischer oder auch Teile von Thüringen. Also da, wo ich aufgewachsen bin, ist eher ein, ja, ne, so Berliner Schnauze-Dialekt, so ein bisschen angehaucht, wenn man das so nennen darf.
Und ich wohne tatsächlich schon viel zu lange in viel zu vielen unterschiedlichen Bundesländern, als dass ich, glaube ich, noch großartig einen Dialekt hätte. Zumindest keinen, dessen ich mir bewusst wäre. Und dadurch, dass ich halt überall schon mal gefühlt gewohnt habe, also sowohl in Süddeutschland als auch natürlich jetzt seit einigen vielen Jahren im hohen Norden, hat sich das, glaube ich, gut ausneutralisiert. Also so Osten, Süden und Norden haben sich ausgeglichen und am Westen bin ich einfach vorbeigefahren. Ruhrpott war dann nicht so meins. Das heißt natürlich nicht, liebe Ruhrpottler, dass ich den Ruhrpott nicht mag oder so, aber ich war einfach nie da. War nicht die Ecke, wo es mich hingetrieben hat. So, und mittlerweile bin ich überzeugter Norddeutscher, da stehe ich auch zu. So, jetzt können wir uns mal das Triebwerk kaufen, wenn ich es finde. Wir haben theoretisch ein neues Triebwerk erworben. Also erforscht. Jetzt muss ich es nur noch finden. Wo ist es? Ach, die sehen aber auch alle so fürchterlich ähnlich aus, ne? Das muss doch hier irgendwo sein. Da ist es. Das S1 5400 RD85 Series. Das ist die vierte Stage, die aus einer Vostok K eine Mjolnir macht. Also die Rakete unten drunter heißt dann natürlich Mjolnir, die werden wir auch gleich speichern. Kann ich den norddeutschen Dialekt technisch raushängen lassen? Ich kann so ein paar Floskeln, ne? So was muttert Mutt und moin moin und so Kram. Und ich kann natürlich auch so ein bisschen hier auf Norddeutsch machen. Aber ganz ehrlich, ich glaube, jeder echte Norddeutsche merkt, dass das nicht passt. Von daher lasse ich das einfach lieber. So, genau. 250 Sekunden Leistung oder Laufzeit. Das ist natürlich jetzt nicht so gigantisch übermäßig viel, aber wir kaufen sie trotzdem. Denn wir brauchen sie früher oder später. Und jetzt müssen wir mal gucken. Größentechnisch haut das nicht so richtig hin. Das heißt, wir werden jetzt mal hier die Breite anpassen. Das müssten irgendwie 1,9 und ein bisschen sein. Wir machen einfach mal 1,99 draus. Ich glaube, das ist auch die Breite, auf der die Molinja. Oder die Molnja heißt sie, glaube ich, operiert. Und passen das Fairing entsprechend an, dass der Übergang fließend bleibt. So, und jetzt müssen wir mal gucken. Das ist ein Kerosinderivat auch. Und wir wollen natürlich. Die Mjolnir werden wir auch in Sojus Grün anmalen. Ich lese auch gleich wieder den Chat, aber gebt mir einen kurzen Moment, bis ich alles richtig eingestellt habe. Das ist ein Service-Modul. Und da kommt auch wieder Sprit rein. So, und wir hatten gesagt, das Triebwerk macht 250, waren es, glaube ich. 250 für das 11D33, was anderes kann ich noch nicht. Genau, 250 Sekunden. 250 Sekunden sind 4 Minuten und 10 Sekunden. Das sieht auch schon. Ach nee, das ist noch eine andere Stage. Wartet mal. Zack. Aber das sieht auch gar nicht so schlecht aus. So, 4 Minuten 10 Sekunden. Wir gehen mal auf 100% hoch. Dann hat sich das auch schon erledigt mit der Länge. Da war es. 4 Minuten 9 Sekunden. Das ist erstmal gut. Dann können wir ein bisschen Erfahrung sammeln. Und wir schicken da auf jeden Fall auch schon mal eine Research and Development Truppe drauf, dass das nicht direkt beim ersten Flug uns unterm Hintern verreckt. So, und jetzt lese ich mal ein bisschen. Ja, genau, wie mir den Dialekt aus der Ecke kennst du denn ja wohl. Jack kann sehr überzeugend die Bayern raushängen lassen, aber Jack ist da auch, glaube ich, geboren und aufgewachsen. Korrigier mich, Jack, wenn es nicht so ist. Und das Triebwerk mit Liquid Oxygen und Verdampfen ist kein Problem, denn ich werde natürlich einen Großteil dieses Sprits hoffentlich raushauen im Transfer zum Mond. Und der Plan ist dann nachher mit diesen 400 Delta V, die ich hier oben habe, den Rest einzubremsen, um einen stark elliptischen Mondorbit zu erreichen. Gucken wir mal, wie es funktioniert. Das werden wir dann sehen. Aber ja, noch.
Noch sind wir safe. Also die Upper Stage ist auch relativ okay von den Avionics. Das sieht gut aus erstmal. Das heißt, da müssen wir jetzt nichts weiter machen. In der Stage. Jetzt kommt ein Interstage-Fairing dazwischen. Nein, erstmal kommt ein Decoupler dazwischen. Oh, wie gewollt und nicht gekonnt, Jack. Also für mich bist du ein toller Bayer, wenn dich das irgendwie tröstet. Du bist ein super Bayer. Alles ist gut. Lass dich von denen nicht mobben. Die wissen gar nicht, was sie an dir haben. So. Wir machen kein Autoshaping und wir machen eine Base von 2 Metern und. Nee, wir machen eine Base von 2 Metern. 6, 5, 6 hat, glaube ich, die normale Vostok gehabt. Die klemmen wir gleich ran. Dann will ich mal gucken, ob die Größe richtig ist. Und die Top ist 2 Meter, 1,99 logischerweise. So, und die Höhe ist, bis es oben angekommen ist. Da so. Jo, das sieht gar nicht schlecht aus. Jetzt gucken wir mal. Da kannst du dann aber auch ein. Nee, war eine gute Idee, dass das Autoshape aus war. Nein! Sieht komisch aus, ist jetzt aber so. Oder wartet mal, das kann man reverten, oder? Okay, das war ein bisschen arg viel reverted, aber. Shroud aus. Interstage Fairing. Und der Martinios hat auch ein Follow da gelassen. Willkommen und viel Spaß beim Zuschauen. So, Base hatten wir gesagt 2,56 Meter. Und die Top 1,99 Meter. Damit es zum Fairing passt. Und jetzt weiten wir das Ganze nach unten, nach oben. Ja. Good enough und machen es noch runter auf zwei Fairing Nodes. Das sollte zumindest ein bisschen konsistent sein. Und dann kommt da das gute alte Atlas Fairing ran, was hier natürlich, das haben wir kopiert in Russland, weil wegen ist so. Okay, das sieht nicht so schön aus. Nein, das hilft nicht. Max Size ist natürlich logischerweise irgendwie. Nicht 1,25, sondern 2 Meter. What the fuck? Warum? Ach ne, 2,56 Meter, genau. Was tue ich? So. Zack. Und. Liegt es daran? Ja, es liegt daran. Ah, das war auch schon zu viel. 2 Meter und. Sehr schön, da sieht das nicht mehr komisch aus. So, dann machen wir mal eine Textur ran, die sinnvoll aussieht für uns. So. Genau, so wie mein Norddeutsch für dich authentisch klingt, so klingt dein Bayerisch für mich authentisch. Da hast du recht. Lass uns einfach die Fake-Norddeutschen und Süddeutschen sein, die einfach den Dialekt nicht richtig hinbekommen. Und Jamiguy, willkommen, wo auch immer du herkommst. Und wir probieren jetzt einfach mal, also wenn ich alles richtig gemacht habe, kann ich da jetzt eine Vostok-Ka ranklemmen. Na gut, hat er wieder nur fast richtig gemacht. Ist nämlich nur 2,5 Meter breit. Habe es mir wieder ein bisschen einfach gemacht. Zack. Ich bin kein guter Raketenmonteur. Bin ich wirklich nicht. So, zack. So. Und jetzt müssen wir noch all die Fehler korrigieren, die diese lustige Rakete sich selber eingebrockt hat. Zack. Irgendwas anderes noch kaputt gegangen? Nee. Sieht gut aus. Also.
So, wir haben jetzt eine Rakete, die komischerweise eine Delta V von viel zu wenig hat, weil da irgendwas Komisches passiert. Jetzt müssen wir es mal wieder sortieren, weil wieder alles durcheinander gekommen ist. Aber bevor ich das sortiere, warum? Erklär mir mal, warum Raketen immer schwarz-weiß sind. Das ist eine relativ einfache Antwort, mein Devil. Und zwar waren die Raketen am Anfang schwarz-weiß, weil die Messungen, Lagemessungen, Geschwindigkeitsmessungen und so weiter sind optisch erfolgt mit Ferngläsern, Fotografien und so weiter und so fort. Und ein schwarz-weißes Karomuster oder Streifenmuster ist relativ gut zu verorten. Also man kann dann Bewegungsvektoren und so weiter sehr gut berechnen und wie die Rakete gerade liegt. Wegen dem Verschieben. Das ist der Grund tatsächlich, warum die frühen Raketen schwarz-weiß waren und Karomuster hatten. So. Oh Gott, hoffentlich war das nicht falsch. So, dann haben wir nämlich das. Dann können wir jetzt einmal alles in einem Schwung richtig machen. Hier ist Sprit drin. Hier ist Sprit drin. Das ist ein RD-109, hoffe ich, für ihn. Jawohl, das sieht gut aus. So, jetzt müssen wir das Staging einmal ordentlich machen und dann gucken wir mal, wie es aussieht. Also, erste Stage sieht soweit okay aus. Was ist das hier für ein Zweier? Das ist die mittlere Stage. Ich bin in dieser Hinsicht echt ein Nerd. Tatsächlich, das merkst du jetzt. Das merkst du jetzt, dass ich Probleme habe mit meinem völlig unnötigen Wissen. Faszinierend. Hast du lange für gebraucht? So, das kommt auch erstmal weg. Also, wir starten ganz unten, indem wir alle Engines einschalten. Check. Dann machen wir natürlich unsere Tüdeldinger auf, die, also, wie heißen die? Die haben bestimmt noch einen Namen. Die Launch Stability Enhancer. Check. Dann kommt die Abtrennung. Da ist ein bisschen viel Kram drin. Das gehört da nicht rein. Und zwar gehört da definitiv schon mal der ganze Kram da nicht rein. Wir machen zack, 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 zack. Das kommt weg, um die Abtrennung sauber hinzubekommen. Check. Dann gehört das da nicht hin. Das gehört da auch nicht hin. Das gehört da schon gar nicht hin. Und das gehört da auch nicht hin. Hervorragend. Da gehörte nichts von in diese Stufe. Oh, jetzt ist dieses eine Ding wieder verschwunden, ne? So. Das gehört in diese Stufe. Das gehört in diese Stufe. Das gehört in diese Stufe. Und das gehört in diese Stufe. Siehe da, 11.400 Delta V. Wir kommen der Sache langsam aber sicher näher. So, in dieser Stufe gehört das rein. Warte mal. Das, das. Ja, das kann man gerne auch schon vorher tun. Und zwar vermutlich, nachdem wir die Booster abgetrennt haben. So, zack, zack. Das ist zu früh. Das ist richtig hier. Das ist richtig hier. Das ist richtig hier. Stelle fest, viel zu wenig. 12.000 Delta, wie kommen wir da nicht hin? Damit kommen wir nicht zum Mond. Damit kommen wir sowas von nicht zum Mond. Wir brauchen für den Mond zumindest, um einen Vorbeiflug zu schaffen. Ich schmeiß mal kurz den Taschenrechner an. Brauchen wir unter der Annahme, dass wir ein ideales Manöver fliegen und total perfekt sind, brauchen wir für einen Flyby am Mond 12.610 Delta V. Diese haben wir nicht. Check. So. Ich habe gar keine Booster. Wir könnten jetzt natürlich die Booster hier versechsfachen, erhöht natürlich auch wieder unser Ausfallrisiko, aber irgendwas ist ja immer. Damn. Jetzt muss ich mal kurz in die Rakete gucken, im wahrsten Sinne des Wortes. In die Rakete gucken, wie spät das ist. Damit ich einen von denen hier erwische. So, wir haben jetzt natürlich die Möglichkeit zu sagen, statt viermal Booster mitzunehmen, bauen wir eine nicht so ganz richtige Mjolnir,
sondern wir bauen eine Mjolnir, bei der wir einfach erhöhtes Risiko mit den Boostern gehen, um uns Zeit zu erkaufen. Die ist allerdings auch nicht so richtig korrekt. Was ist eigentlich mit diesem Triebwerk? Stufe 1. Warum hat dieses Triebwerk... Irgendwas stimmt doch da schon wieder nicht. So, warte mal kurz. Wir machen das mal kurz rückwärts. Irgendwas stimmt da nicht mit dieser Stufe. Also, wir kriegen auf Stufe 6, kriegen wir so viel rein. Dann kommt auf Stufe 4 das da. Auf Stufe 3 trennen wir... Was trennen wir denn da auf? Das obere Fairing, richtig? Ja. Dann kommt das 7 Minuten 19 Triebwerk. So. Dieses Triebwerk hier ist aber komplett ignoriert. Warum ist es komplett ignoriert? Warum wird dieses Triebwerk in der Berechnung komplett ignoriert? Null ist dieses Triebwerk, das ist okay. 436 Batterie. Da fehlt eine Stufe in der Berechnung. Da ist aber auch irgendwie irgendwas komisch. Ich speichere die jetzt mal kurz und gehe mal einmal raus und wieder rein. In der Hoffnung, dass das funktioniert. Und A, ist das keine R7 und B, ich habe keine Ahnung. Ich habe nicht nachgeguckt. Soweit ich weiß, brennen die äußeren Booster für sich selbst, aber ich habe es nicht intensiver nachgeguckt. Kann schon sein. Aber es funktioniert tatsächlich nicht, wenn ich die mittlere mitfuele. So. Jetzt gucken wir da nochmal rein. Ich hoffe, dass sich das Staging ein bisschen korrigiert hat. Hat es nicht. Ich kriege keine Trust-Weight-Ratio auf der Stufe 1. Verstehe ich nicht. Irgendwas ist gerade passiert. Wartet mal, ich war jetzt gerade so. Nightcore, vielen Dank fürs Follow. Und Jemmyguy, ich bin mir nicht sicher, ob ich Hallo gesagt habe. Danke fürs Follow. Warum ist die Banane krumm? Und warum gibt er mir hier... Guckt euch das mal an, da sind nämlich 4613 Delta V verborgen. Da sind 4613 Delta V verborgen. Die würde ich natürlich gerne in meiner Anzeige sehen. Warum tut er das nicht? So, wir machen jetzt mal einen etwas stumpfen Ansatz. Also, wir starten das. Bla bla bla. Splitten ab. Zack. Fairing geht auf. Nächste Stage geht an. Die scheint da auch sauber anzuzeigen mit 4900 und ein bisschen. Und jetzt mache ich meine eigene Stage nur für dieses Triebwerk. Er zeigt das nicht an, ne? Das Problem ist halt, ich brauche eine Gesamtberechnung. Und er ist nicht ehrlich zu mir. Der Schweinepriester. Okay. Nee, der crossfittet eigentlich nix.
Crossfeed ist disabled. Da kann nichts crossfeeden. Okay, was wir jetzt mal machen ist. Ich packe jetzt mal Avionics noch dazwischen. Die brauchen wir auch so oder so. Ob uns das gefällt oder nicht. Ja, und dann würde ich fast sagen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als da mal einen Testflug mitzumachen. Allerdings keinen simulierten Testflug, weil ich mir das schlicht und ergreifend nicht leisten kann. So, 2,5 Meter. Und damit kriegen wir wie viele Tonnen rausgekratzt? Configure Basic Avionics. What? 15, hast du 15.000 gesagt? Ihhh. Teuer, teuer, teuer. Gott, irgendwas leckt gerade ganz fürchterlich. Was ist denn jetzt los? Was auch immer ich gerade eingeschaltet habe. Es macht, dass mein Spiel sich fürchterlich verhält. Ich hoffe, das gibt sich gleich. Rödel, rödel, rödel. Oh, wenn es hart auf hart kommt, muss ich jetzt gleich mal KSP neu starten. Also ich habe jetzt mehr Delta V. Wait, habe ich? Ich habe gerade einen Teil angebaut und habe jetzt mehr Delta V. Das ist natürlich komplett logisch. Hätte ich auch komplett so gemacht. Okay. Muss ein bisschen länger gehen. Oh, Freunde, das leckt ganz fürchterlich. So. Wie viel fehlt uns? 317. Also ich versuche jetzt das Minimum mitzunehmen an Avionics. Ich bin da kein Freund von Verschwendung. Glowish, danke für den Follow. Hallo. 302. Okay. 304 Tonnen. Wahrscheinlich geht noch ein bisschen weniger, oder? Naja, viel weniger geht wohl nicht. So. Close enough. Oh Gott, was ist los? Warum laggt es so? Ich habe es gelesen, Hammer Ossi. Ich prüfe gleich. Come on. Oh, Gott sei Dank. So. In Stage 3. Oberster ist ein Decoupler von der Spitze. Das ist korrekt. Könnte natürlich Teil des... Oh Gott. So kann ich nicht arbeiten. Here we fucking go. Das sieht doch viel, sehr viel besser aus. So, jetzt können wir nämlich nochmal gucken, wenn wir jetzt nochmal 640 oben drauf packen. Ne, 680. Sind wir bei 13.290 Delta V, die wir brauchen, um in einen Mondorbit einzutreten. Mit 14.295 Delta V haben wir potenziell ordentlich Puffer. Dankeschön, Hammer Ossi, für den Tipp. So ist es halt, wenn es etwas kompliziert wird. Und ich gehe jetzt mal ganz kurz aus dem Baumenü heraus, um zu gucken, ob er sich jetzt gleich wieder fängt. Wenn nicht, werden wir mal eine kurze Bio-Break einlegen, damit ich einmal RSS neu starten kann, weil irgendwas hat sich gerade gefühlt zerlegt in dem Moment, wo ich das SRS... Ah, ist alles wieder flüssig, okay. Ich gucke mal, ob es jetzt wieder gut ist. Wo ich das SRS angesteckt habe. Ich hoffe, das ist jetzt wieder okay. Und mein Freund der Kleems hat gerade mit dem Zuschauen begonnen. Willkommen. Viel Spaß beim Zugucken. So. Das sieht besser aus wieder. Ja, sehr schön. Okay, jetzt lasst uns das nochmal sauber durchgehen. Also. Und hallo, Ahorn Mordzahn. Hier unten zünden wir den ganzen Kram. Dann kommt der ganze Kram. Also wir decoupeln. Dann kommt der Abkuppler. Dann kommt irgendwann mal das Fairing auf, weil wir genug Höhe haben und das Gewicht nicht mehr mitschleppen müssen. Legit.
Könnte man allerdings auch eine Stufe später machen, stört uns eigentlich nicht. Das Fairing hat, glaube ich, kaum Gewicht. So, es sind 14.207 Delta V versus 5 Delta V brauchen wir nicht rumkotzen. Das lassen wir einfach noch dran an der Stage. Wenn die gezündet ist, können wir dann das Fairing. Wo ist es jetzt schon wieder hin? Können wir das Fairing immer noch aufmachen. Also 5 Delta V ist ja echt nix. Also, wir decoupeln. Wir zack, 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 zack. Zünden das nächste Triebwerk. Wir machen irgendwann das Fairing auf. Wir machen zack, zack, zack hier auf und das Triebwerk an. Jetzt passt das nämlich auch. Und wir machen dann irgendwann hier mal auf und Dings. Sehr schön. So, jetzt ist noch eine Sache, die habe ich noch nicht bedacht, nämlich. Das hier ist die Stage, die uns potenziell zum Mond bringt. Es kann unter Umständen sein, es ist sogar relativ wahrscheinlich, dass wir nicht sofort zünden können, um in einem Schwung durchzufliegen. Deshalb nehme ich mir jetzt nochmal zwei von den Teilen hier um die Kiste zu allergen. Was ist Allergen, werden jetzt die ein oder anderen von euch fragen. Allergen bedeutet, wenn ich hier so stehe am Boden, drückt die Gravitation ja meinen Sprit hinten ans Triebwerk an und alles ist gut. Wenn ich jetzt aber im Weltall rumschwebe, ist nichts mehr mit Gravitation. Das heißt, der Sprit wabert hier wild im Tank rum und ist nicht verdichtet an den Triebwerksleitungen. Das heißt, ich kann nicht zünden. Allergen bedeutet halt, künstlich Gravitation zu erzeugen, damit der Sprit in die Triebwerksleitungen gedrückt wird. Und das erzeuge ich durch diese kleinen Freunde hier. Das müssen wir dann halt ordentlich timen. Das machen wir dann aber oben. Und damit ich ein wenig mehr Zeit habe bei der Nummer, gebe ich diesen kleinen Triebwerksfreunden keine Modifikation mehr, weil ich sie schon reingeschoben habe. Control Z. Gebe ich denen so ungefähr 60%. Das reicht normalerweise. Es geht einfach nur darum, der Kiste kurz Schub zu geben. Ihr könnt das potenziell auch mit RCS-Triebwerken machen. Aber ich bin mir nicht sicher, ob meine kleinen Nupsi-RCS-Triebwerke reichen, um den großen Tank relevant zu allergen. So. Gut. Damit sind wir. Huch. Hä? Damit sind wir, glaube ich, soweit durch. Leider muss ich jetzt nochmal das Staging durchgehen. Einfach nur, um sicher zu gehen. Das kommt hier auf jeden Fall runter. Zündung, zack, Separation. Es ist die richtige Stufe hier. Es ist. Genau, da gehen die Probleme nicht schon los. Richtig, 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 richtig. Und du bist hier auch richtig. Potenziell. Falls wir es zünden müssen und wir haben dann später die Allisch-Motoren, um es nochmal nachzuzünden. So. Puh, das war eine schwere Geburt und wahrscheinlich habe ich auch nur noch 10 Zuschauer. Nein, ihr seid immer noch alle da. Das ist ja total faszinierend, was ihr euch alles antut. Wir sind dick mit Science ausgestattet. Wir haben eine Funkverbindung, wir haben einen dicken Stromvorrat und wir haben sogar ein bisschen Solarzellen, um theoretisch sowas ähnliches wie. Naja, wir tun einfach mal so, als ob das Strom erzeugen würde. Und wir haben mehr als ausreichend Delta V, um es in einen Moon-Orbit oder einen Mond-Orbit in dem Fall eher tatsächlich sogar zu schaffen. Und wir haben 128 Tage Zeit, um das Ding zu bauen. In diesem Sinne, Feuer frei, wir bauen das jetzt schon mal. Und jetzt, statt 128 Tage zu warten, ihr habt es bestimmt schon vergessen. Nein, keine größere Antenne. Die Antenne reicht für den Mond vollkommen. Tatsächlich, die ist gerated für Mondmissionen und ich war mit so einer Antenne auch schon mal beim Mond. Das passt. Ich hatte ganz zum Schluss nicht nochmal nach den Avionics geguckt.
Naja, wir hoffen jetzt einfach mal, dass sie okay waren. Ich glaube, die waren okay. Wenn nicht, sind sie dann relativ bald okay. So, wir hatten nämlich das Ding hier gebaut, während die Sputnik am Rollouten ist. Wir haben jetzt die Sputnik 1. Wenn ich mich recht entsinne, war die Sputnik 1 unsere Intention, einen Atmospheric Analysis Satelliten zu bauen, der mal nebenbei. Oh, ein besseres, einfacheres Sounding Rocket Medium. Sehr schön. Umso mehr nehmen wir es mit. Mitzunehmen, oder? Das war doch das, was wir machen wollten. Das heißt, wir fliegen jetzt in Polarorbit und machen diese Mission, um noch ein bisschen Science zu kassieren. Währenddessen baut dann schon mal unsere Rolling Back. Ich bin so dumm. Andere Richtung, Rolling Out. So, Gott sei Dank habe ich nicht auf Time Warp gedrückt, dann wäre sie wieder reingefahren worden. Ja, lange geübt, um Moon zu sagen, dann spielt man RSS. Da hast du völlig recht, Neo. Das sind so Hashtag-Kurbelspieler-Probleme. Wo ist die Sonne? Oh Gott, kommt da eine fette Nebelbank gerade rein? Also eigentlich sollte man bei so einem Wetter ja nicht starten. Aber ganz ehrlich, da kenne ich nix. Nix kenne ich da. Gar nix. So. Lass mal kurz gucken, na? Lädt er sich noch fertig hier oder? Oh Gott. Dicke Nebelbank und sie kriecht immer näher. Sie kriecht immer näher. Wir sind ordentlich gefuelt. Mit Socken ist noch keine Rakete gut gestartet. Da hast du vollkommen recht. Aber ich weiß, womit diese Rakete sehr gut startet. In diesem Sinne werde ich jetzt mal den Start vorbereiten. Zack, zack, zack. Wir müssen wegkommen, bevor die Nebelbank kommt. Und wir starten natürlich trotz Nebel. Wir sind die Sowjets. Und solche Sachen scheren uns ja überhaupt nicht. In diesem Sinne, 3, 2, 1 und es geht los. Und ich hoffe mal, dass wir gut unterwegs sind. Und ich sag mal danke an der Savage King für dein Follow. Und ich mache mein Mikrofon zu und ihr kriegt von mir das, was ihr.
Und es hat mittlerweile über 7000 Forschungsdaten angesammelt. Sehr verlässliches, schönes Stück Technik. So, und wir müssen eine Periapsis von 323 Kilometer schaffen. Das haben wir mittlerweile geschafft. Ich glaube, wir können uns mal ein bisschen flacher den Anflugvektor geben. So, wir müssen jetzt eigentlich nur noch einen Moment durchhalten und hoffen, dass unser Antrieb durchhält. Aber ich habe ehrlich gesagt keine Gründe davon auszugehen, dass das RD-109 plötzlich anfängt auszufallen. Das einzige Triebwerk, was jetzt tatsächlich so ein bisschen das Risiko ist bei unserer Lunik-Mission, ist dann tatsächlich das neue Triebwerk, das S1.4500, was die Mjolnir-Stage ausmacht. Mjolnir. Ich muss mal unbedingt... Jetzt lass uns das mal gucken. Wartet mal. Lass uns das mal von Google Translate vorlesen, um es rauszufinden. Ich glaube, es heißt Blitz. Mjolnir. Genau. So. Alle ordentlich lauschen. Wir lernen jetzt Russisch. Blitz, so heißt die Rakete, die wir gerade im Bau haben noch. Mjolnir. Mjolnir. Seht ihr? Also nochmal für alle zum Mitsprechen. 1, 2, 3. Mjolnir. So sieht das aus. Und fürs nächste Mal auch, ne? Moin, moin heißt natürlich nicht moin, moin, sondern moin, moin heißt... Privet, privet. Hervorragend. So. Kleiner eingebauter Russischkurs. So, genau, der Blitz auf Russisch oder auch Mjolnir in unserem Fall. So, jetzt gucken wir mal, wie hoch müssen wir mittlerweile pitchen, um die Kiste abzufangen. Gar nicht mal mehr so hoch, 30 Grad. Alles klar, dann können wir auf jeden Fall weiter Orbital Prograde gehen. So viel Zeit haben wir noch. Gar keine große Energie verschwenden. Und was wir jetzt mal machen werden... ist, wir brennen das Ding jetzt voll durch. Das heißt, wir lassen den Solarorbit machen. Solarorbit machen, genau. Den Solarorbit. Natürlich ist es ein Solarorbit. Den Polarorbit machen. Und brennen das Triebwerk komplett durch. Ich hatte das schon mal probiert. Hier kann man das auch noch sehen. Also ich habe hier schon mal einen Sputnik auf einem Polarorbit ausbrennen lassen. Mal gucken, ob es diesmal besser wird. Wir haben jetzt ein etwas verbessertes Triebwerk. Das hat aber noch nicht gereicht, um in Space High Over zu kommen. Das ist leider immer noch Space Near Earth. Und wir lassen den jetzt auch auf jeden Fall durchbrennen, damit der uns maximal mögliche Signs geben kann. Einfach mal gucken, was passiert. Wir haben noch ein bisschen Platz. Und um das Ganze für euch ein bisschen abzukürzen, würde ich jetzt mal sagen, wartet mal, ich muss mal ganz kurz eine Manöverkorrektur noch machen, weil ich will auf jeden Fall vermeiden, dass das hier irgendwie in einem Desaster endet. Sind wir safe. So, Arte und ZDF Neo in einem. Soll keine Anspielung mit meinem Namen sein. Nein, hatte ich auch nicht so verstanden. ZDF Neo. Peter Robert Winterzahn. Ihr dürft mich gerne auch Scott Kerman nennen. Mal gucken, wer den verstanden hat. So, steigt. Sehr gut. Nasradam sehr schön erklärt. Ich weiß es nicht, ob es die richtige sprachliche Herleitung ist, aber es klingt auf jeden Fall, als ob es sinnvoll sein könnte. So. Gut, 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 gut. Also, unseren Part haben wir gleich. Noch einen kurzen Moment. Wir sind auf 7 Sekunden stabil. Das heißt aber auch, ich kann jetzt runterpitchen. So, der Rest müsste ich fangen und jetzt mache ich mal das, was ich eigentlich machen wollte, nämlich den Zeitraffer an. Wir werden jetzt zwar kurz mal in den Sinkflug gehen, aber... Situation Earth near Poles. Zack, das sind die 2,3 Signs sind das sogar, die uns für das Orbital... Perturbation, Perturbation, ich verlerne langsam Englisch, weil ich immer mehr zum Russen werde, Dingsbums gefehlt haben. So, jetzt gucken wir mal, was hier noch geht. Also theoretisch ein paar Low-Over-Sachen. Flying High-Over. Space High-Over ginge theoretisch noch. Das probieren wir jetzt. Ich meine,
Besser als das wird's nicht mehr. Wir gehen jetzt Orbital Prograde Vollgas, weil wir sind an dem Punkt angekommen, wo wir Orbitgeschwindigkeit erreichen. Ab jetzt investieren wir alles in gutes Vorankommen und pumpen die Apo-Apsis so hoch, wie wir sie noch kriegen. Schauen wir mal, was da noch geht. Schauen wir einfach mal. Science-technisch haben wir unsere Mission erfüllt. Ne, haben wir noch nicht. Wir können jetzt mal... Entschuldigung. Wir können jetzt mal die Dinger hier machen. Solange wir noch in Funkreichweite von irgendwas sind. So, damit ist das erfüllt. Zack, gibt uns nochmal genug Kohle, dass diese Rakete keine Fehlinvestition war. Und jetzt hauen wir den Zeitraffer an und lassen die restliche Zeit ein bisschen schneller runterbrennen, auch wenn es nur noch 30, 40 Sekunden sind. Und mit einem RD-100 teilweise in den Orbit, also du kannst damit suborbital gehen, so viel kann ich dir sagen. Mehr wird nicht drin sein. Und ich glaube, die Apo-Apsis ist noch niedriger als von meinem letzten Sputnik-Experiment, oder? Ja, also da werden wir auch keinen High-Over hinbekommen, weil das andere war auch kein High-Over. Und das sind, glaube ich, 34 Millionen gewesen. Ist aber auch egal, es ist ein weiterer Relay-Satellit, der auch einen schönen Versatz zu dem anderen hat. Haben ist besser als brauchen. Und den setzen wir jetzt nämlich auch mal in Hibernation, damit er so lange wie möglich durchhält, weil trotz Hibernation relayt er noch fröhlich Funkverbindungen, wie man hier sehen kann. Worst communication network ever. So. Robert Pavlovich Winterov. Ha. Gut, Jack. Schlaf gut. Gute Nacht. Und wir schauen jetzt mal, was als nächstes ansteht. Wir haben noch 293, also der Ausbau ist unterwegs. Und wir haben 125 Tage bis zu Lunik. Ich glaube, die nehmen wir jetzt mal mit. Dann sind wir so Ende 1956. Ich glaube, das ist ein guter Zeitpunkt. Was erforschen wir eigentlich gerade? Basic Capsules, das ist tatsächlich auch so der Punkt, wo es dann losgeht Richtung Dings. Und das hilft uns auch, weil ich werde wahrscheinlich ein bisschen von der Historie abweichen und mit der Molnja die Vostok 1 Mission fliegen, einfach weil da mehr Puffer drin ist. Dann muss ich es nicht zweimal machen. So, jetzt können wir aber erstmal für die Molnja Erfahrung sammeln, indem wir sie aufs Launchpad bringen und das erste Mal mit unserer Oberstufe fliegen. Ah, da fällt mir aber auch noch ein. Wir haben noch keine Manöverplanung, ne? Das sollten wir dann tatsächlich einmal abwarten. Mission Control ist gleich fertig. 108 Tage, die sollten wir abwarten, bevor wir dann die Lunik 1 rausrollen. Ich würde nämlich gerne Manöverplanung machen, wenn ich dahin fliege. Tatsächlich. Und wenn ich es richtig sehe, ja, wir haben dann 108 Tage, das ist okay. Ja, seid mir nicht böse, aber die Manöverplanung will ich haben. Dafür habe ich viel Geld ausgegeben. Jetzt will ich auch, dass sie fertig wird. Vorher rollen wir die Rakete nicht raus. So, jetzt ist die Rakete einmal fertig. Und ich gucke mal, was der Rollout braucht. Dann werden wir das so synchronisieren, dass die Rakete irgendwie kurz nach dem Abschluss der Tracking Station rauskommt. Dann ist das heute auch unsere letzte Mission. Und der Florian W. ist jetzt auch ein Körbonaut. Danke für den Follow. Willkommen bei den Körbonauten. Und ja, das Follower-Ziel haben wir ja schon wieder ganz geschmeidig durchbrochen. Ihr seid sehr fleißig. Vielen lieben Dank. Es freut mich. So. Gut, ich mache jetzt mal hier Rollout. Dauert 3 Tage, 21 Stunden. Das heißt, wir können hier... deutlich forwards warpen. Schwupp, 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 schwupp. So, und bei 3 Tagen und ein bisschen starten wir den Rollout unserer Rakete. So, jetzt ist ganz knapp nach dem Teil die Rakete draußen.
Jetzt können wir das einmal abschließen. So, dann haben wir jetzt nämlich die Tracking Station live. Und 59 fingen die Russen an, die N1 zu planen. So viel Zeit ist da nicht mehr. Hey, das sind noch 2 Jahre. Keine Hektik. Letzte Tropfen Bier als Fuel für den Angriff auf den Orbit. So, der Ausbau ist durch. 121 Tage. Haben wir wieder Upgrades bekommen? Haben wir natürlich nicht. So, was wir uns jetzt mal schnappen, ist der Luna Flyby. Zack. Und der Luna Impactor. Und der Luna Uncrewed. Ich mache keine halben Sachen. Also, ich werde jetzt wieder darauf spekulieren, dass ich den Flyby schaffe. In 5000 Kilometer Reichweite. Dann noch genug Sprit habe, um mich einzubremsen. Schauen wir mal. Und dann noch genug Sprit habe, um einen Aufschlag zu erzeugen. Dann wäre das ein finanziell sehr großer Erfolg, diese Mission. Und einfach nur, weil es eine unbemannte Mission ist und weil wir es können, nehmen wir natürlich die Sounding Rocket Medium und die Sounding Rocket High sowas von mit, weil die werden wir natürlich durchbrechen auf dem Weg in Richtung Mond. Gibt es noch irgendwas? Wettersatellit interessiert keine Sau, wir wollen keine Dingsbums machen, keine Wetterforschung. Gut, wir haben science-technisch alles mit. Also wenn das funktioniert und wir am Mond wirklich gut Science abgrasen können, dann kann das gigantisch werden. Dann bringt uns das echt einen großen Schritt vorwärts. Wenn die Rakete jetzt natürlich nicht funktioniert, war das eine ziemliche Zeitverschwendung. Finden wir es raus. Oh, guck mal, das kann nur gut sein. Die Sonne geht auf. Die Sonne geht auf. Sehr schön. Und pünktlich mit dem Sonnenaufgang starten wir die Lunik 1 Mission. In der Hoffnung, dass ich nicht irgendwas fürchterlich verkackt habe. Ah, die Stunde der Wahrheit. Die Stunde der Wahrheit. Und die letzte halbe Stunde Stream, ich denke, die werden wir auch brauchen, um zum Mond zu fliegen. Wir brauchen allein wahrscheinlich irgendwie 15 Minuten in Orbit. Und dann gucken wir mal, wie viel noch übrig ist. Ich glaube, unser Upper Stage Triebwerk hat 5 Ignitions, also wir können es 5-mal zünden. Also nicht die ganz kleine Probe Stage, sondern das darunter, das neue. Das obere, das Hydrazin Triebwerk können wir so oft an- und ausmachen, wie wir wollen, aber das hat natürlich relativ begrenzte Möglichkeiten. Das reicht aber, um uns potenziell zum Beispiel im Mondorbit zu deorbiten. So, jetzt gucken wir hier einmal rein. Also, wir haben auf allem halbwegs Forschungsdaten drauf, außer auf dem Monopropellant-Ding. Ihr seht, die RD-107 sind bei 10.000 ausgecappt. Wie heißt jetzt dieses hier oben nochmal? RD-58, S1, 5000, bla bla bla, wo ist es denn? Ich sehe es nicht. Es ist das 11D-33, muss ja dann das 11D-33 sein, ne? Hat 2500 Forschungsdaten durch die Forschung bekommen. Hoffen wir das Beste. Ich guck mal, wie schlimm es mit dem Mond gerade ist, wo der steht. Wir sind hier. Der Mond ist hier, ganz ehrlich, scheißegal. Also wahrscheinlich ist es nicht scheißegal, es wird hier einen bestimmten guten Startorbit geben. Wir starten üblicherweise so, ne? Ach, da kann ich jetzt ganz viel Brain reinstecken, ich habe keine Ahnung. Und deshalb probiere ich es jetzt einfach mal und gute Nacht an alle, die jetzt langsam ins Bett gehen, an den Buckless und an den Nervenkobold. Und ich würde sagen, wir starten das Ding jetzt einfach mal. Und ich mache mir aus dem Orbit raus dann einen Kopf. Wir haben deutliche Delta-V-Reserven und wir können das ein bisschen mit Mid-Course Corrections abfangen. Ich hoffe einfach mal das Beste. Irgendwas vergessen? Ich weiß es nicht. Deshalb starten wir jetzt einfach. Möge es funktionieren.
keine Zeit verschwenden mit auf dem Launchpad rumhängen. Wir sind schon mal weggekommen. Initialer Stress beim Zünden der Triebwerke hat sie nicht kaputt gemacht. Das ist gut. So, und jetzt heißt es erstmal auf in den Orbit mit unserer neuen Prototyp-Rakete, die quasi jetzt gerade ihren Jungfernflug hat. Da muss man ja auch mal ehrlich sein. Also erste Version, Mjolnja. Oder Mjolnja. Ich weiß nicht, wie man das genau aussprechen soll. Schauen wir mal. Wenn das reicht, dann reicht das auch für einen Venus-Flyby. Der allerdings, glaube ich, an uns vorbei ist schon. So, ich gucke mal, wann das Transferfenster ist. Das nächste. In 299 Tagen. War das gar nicht so weit weg. Müssen wir mal gucken, ob wir das irgendwie mit unserer bemannten Raumfahrt vereint bekommen. Und mir fehlen vor allen Dingen noch die großen Solarpanels dafür. Aber jetzt schauen wir mal. Ich habe es mal in die Uhr mit aufgenommen, dann wissen wir Bescheid. Also wenn das klappt mit dem Mondorbit, dann kann es auch klappen mit dem Venus-Flyby. Kann, muss nicht. Und die Inklination des Mondes bin ich sogar relativ schmerzfrei potenziell. Ich würde mit einer Mid-Course-Correction auf einen Polarorbit am Mond spekulieren. Denn ich würde sehr gerne möglichst viel Science einsammeln von der Kiste. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie wir das so hinbekommen. Letztes Mal habe ich auch einen relativ guten Approach auf den Mond hinbekommen. So, unsere Inklination ist natürlich dann relativ bekackt. Aber wir können ja mal gucken, wie es funktioniert. So, wir kommen zur Booster Separation. Alles gut bis hierhin. Aber das ist ja auch bewährte Vostok-Technologie. Da kann eigentlich nichts schief gehen. So, wir nehmen noch weiter Höhe erstmal auf. Einfach um sicher zu gehen. Jawohl, 2 Minuten 16. Ja, wir haben ein bisschen... Also ich gehe jetzt mal auf Nummer sicher. Ich möchte nicht wieder in die Atmosphäre reinfallen. Wir haben nicht ganz so eine hohe Thrust Weight. Und die nächste Stufe hat noch weniger Thrust Weight als beim letzten Mal. Genau, also... Ich werde wahrscheinlich aus einem, also so wie unser Orbit jetzt wird, werden wir natürlich zum Mond, das ist mir auch schon klar, ziemlich beschissen stehen. Aber wir haben Ascending und Descending Nodes. Wenn wir an einem Ascending, Descending Node starten können, um von dort aus ein Manöver zu machen, um den Mond zu treffen, können wir auf einen Polarorbit vom Mond ganz gut einschwenken. Also es kommt mir entgegen und das geht aus quasi jedem Orbit. Man muss eigentlich nur warten, bis der Mond an der richtigen Stelle angekommen ist. Und das bin ich willens zu tun. Das einzige Risiko, was es da gibt, ist... Naja, dass uns der Strom ausgeht. Aber da muss man mal gucken. Ich habe ja Solarpanels dran und kann den Core hibernaten. Also theoretisch sollte das hinhauen. Und Lady Samus, auch dir gute Nacht. Und ja, toi 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 an alle, die jetzt noch durchhalten. Und der Rest von euch viel Spaß beim Gucken von der Wiederholung. Könnt ihr dann hier auf Twitch machen oder natürlich auch auf YouTube drüben. Da werde ich die Folge auch die Tage veröffentlichen. So. Schauen wir mal. Schauen wir mal, wie weit wir in den 20 Minuten noch kommen. Das wäre natürlich der übelste Cliffhanger, aber mal gucken, ob ich das wirklich mache. Nee, das ist irgendwie Lichteffekte vom Triebwerk. Das ist keine Atombombe. So. Jetzt gehen wir hier mal flach. Und ich glaube, wir sind soweit erstmal okayisch unterwegs. Obwohl, so okayisch sind wir gar nicht. Wie weit müssen wir denn hoch? Hier. Okay. Gut, ich muss dran denken, dann die letzte Zeit meines Flugs dann noch zu nutzen, um ein bisschen Zeit zu kaufen für die nächste Stage. Die nächste Stage wird nämlich 7 Minuten und ein bisschen brennen mit einer initialen Delta-V von Thrust-Weight-Ratio von 0,36. Das wird ein bisschen gruselig schlecht sein.
Ist irgendwas im Staging noch durcheinander? Ich guck nochmal sicherheitshalber, dass nicht noch was verrutscht ist. Gut. So. 50 Sekunden, 2er Trust-Weight-Ratio. Wir sind noch auf einer abfallenden Apo-Apsis-Zeit. Die ziehe ich jetzt langsam mal wieder hoch. Und drehe uns ein bisschen rein, dass wir die einen rechten Winkel haben. Und dann kann ich über Nuffball relativ gut Verluste durch seitliche Kurskorrekturen ausgleichen. Wenn wir das schön auf eine Linie bringen. So. Schauen wir mal. 13 Sekunden und wir haben dann 2 Minuten und ein bisschen Zeit. Das sollte eigentlich hinhauen, hoffe ich zumindest. Triebwerk läuft und wir trennen uns auch gleich vom Fairing, weil jetzt brauchen wir es wirklich nicht mehr. So, jetzt gucken wir mal. Ich bleibe erstmal so ein bisschen hochgepitcht. Wir sehen... Delta V-mäßig, 8, 4, 12. Haut grunken. Mal gucken. Schauen wir mal, ob wir am schlimmsten durch sind. So. Dankeschön, Neo, fürs Posten der Liste. So, jetzt schauen wir mal, wie schlimm oder nicht schlimm es ist. Ich mache ein bisschen Zeitraffer an, damit ich euch nicht ganz so viel Zeit stehle und mir selber auch nicht. Wir wollen ja noch wohin kommen. Ich behalte die Zeit zur Apoapsis ein bisschen im Auge. Trust-Weight-Ratio entwickelt sich tatsächlich nur sehr gruselig schlecht. So, jetzt müssen wir mal ein bisschen gucken. Dass wir hier nicht zu lange zu tief kommen. Das wäre nicht so gut. So, und was wir mal gucken können. Ich glaube, der hier hatte 5 Ignitions. Ja. Sehr gut. Das heißt, wir können die einmal einschalten für unseren. Um unseren Orbit abzuschließen. Und wir können sie einmal einschalten, um unseren Transfer zu fliegen, und wir können sie potenziell einmal einschalten für eine Mid-Course-Correction, und wir können sie nochmal einschalten für Orbitalbremsung, und wir könnten sie dann sogar nochmal einschalten für den D-Orbit. Das muss aber gar nicht mehr sein, weil den D-Orbit könnten wir potenziell mit der Oberstufe machen. Also es liegt wirklich nur... daran, dass wir jetzt genug Delta V und Geschwindigkeit rausbekommen. Das sieht echt finster aus gerade. Ich hoffe, ich verschätze mich hier gerade nicht total. Wegen der niedrigen Trust-Weight-Ratio. Ey. Ich hoffe, ich kriege den Arsch noch hoch. Das ist, ich bin zu langsam. Ich habe nicht genug Power dahinter. Ich hoffe, das kommt noch. Gut, die nächste Stage hat eine 1.06er Trust Weight. Kann jetzt eigentlich nur so gut wie es geht erstmal dagegen ankämpfen. Das kostet jetzt natürlich, also das kostet uns wirklich... Geschwindigkeit am Ende des Tages. Aber ich darf die Apoapsis nicht zu weit weggehen lassen. Sonst kriege ich sie nachher nicht mehr eingefangen. Ich glaube, sie kommt wieder. Okay, komm, jetzt holen wir uns noch ein bisschen Geschwindigkeit. Und dann ziehe ich den Rest gleich hoch mit dem nächsten Triebwerk. Das ist ein bisschen effizienter dafür.
Aufgrund der höheren Trust Weight. So, alles vorbereitet für die Separation auf die letzte Stage. Oder auf die letzte Hauptstage, sagen wir es mal so. Wir haben noch ein paar Sekunden bis zum Engine Cutoff. Das ist jetzt passiert und wir sind auf unserer neuen Stufe und meine Hoffnung ist eigentlich jetzt, dass ich relativ schnell die Apoapsis wieder nach vorne gezogen bekomme und das sieht gut aus. Die kommt auf jeden Fall näher. Jetzt müssen wir mal gucken, wie viel Sprit uns das am Ende des Tages kostet. Wir brauchen für den Transfer rüber 3260 und wir brauchen 86 zum Bremsen. Die 86 zum Bremsen in Low Orbit und von da aus können wir uns dann auch abstürzen lassen. Die habe ich potenziell hier drin. Das heißt, der wichtige Punkt ist jetzt, 3260 übrig zu behalten. Wir brauchen noch ungefähr 1700 dafür und das wird knapp. Das wird knapp. Vielleicht müssen wir uns von dem Orbit verabschieden. Obwohl, es hat niemand gesagt, dass es ein runder Orbit sein muss, ne? Vielleicht mit ein bisschen Glück kriegen wir das alles noch irgendwie hin. Mal schauen. Mal gucken. So, ich hoffe, dass jetzt gleich die Apo da ist. Ja, dann kann ich wieder runter pitchen. Ist gut. So. Komm her, ihr Mistding. So, wir gehen jetzt wirklich erstmal nur auf ganz kurz die AP holen, damit ich gut arbeiten kann. So. Gut, letzter Burn hier, noch in Richtung Orbit. Ja, wird knapp. Wird knapp, aber wir haben ja noch eine Upper Stage, also mit der kann man auch noch ein bisschen was anfangen. So, schauen wir mal. Schauen wir mal. Alter, raus. Danke. So. Gut, wir haben noch 3747 Delta V. Das heißt, einen Transfer kriegen wir auf jeden Fall hin. Was knapp werden könnte, ist potenziell der, also den Flyby kriegen wir wahrscheinlich hin, wenn wir ein bisschen sparsam sind und aufpassen. Was knapp werden könnte, und vielleicht kriegen wir sogar den Impact auch noch hin, da müssen wir halt mal schauen, wie wir den Flyby so gestalten. Was knapp werden könnte, ist der Orbit, aber das werden wir sehen. Wie gesagt, wir wollen ja keinen niedrigen Orbit. Mir würde auch ein hochelliptischer Orbit reichen, vermute ich mal. Wir müssen an... Naja gut, also zwischen... Naja, er sollte unter 5 Millionen Kilometer liegen. 5 Millionen Meter liegen, also 5000 Kilometer. Gut, jetzt schauen wir mal. Und ich habe schon wieder was verpasst. Und zwar der Godzilla-YouTube-Trollkake hat ein Follow da gelassen und ich bedanke mich dafür. Vielen lieben Dank. Und jetzt müssen wir mal gucken. Also, der Mond wandert darum. Das heißt, unsere nächste Chance ist, hier irgendwann mal zu sagen, hasch mich, ich bin der Frühling. So. Das könnte allerdings potenziell ein bisschen dauern.
Weil der liebe Mond noch da hinten ist. So. Bup, bup, bup. Bup. So. Das sind 3096 Delta Vs. Jetzt können wir uns den Manöverplaner nehmen, Manöver-Node-Editor meine ich natürlich, und können sagen, mach das mal eine Umkreisung später, eine Umkreisung später, viele Umkreisungen später, ein Tag, 2 Tage im Orbit. So sieht das doch schon mal gar nicht schlecht aus. So, jetzt gucken wir mal. Also. So kämen wir so rein. Focus View. Jetzt wollen wir mal gucken, wie das hier aussieht. Das ist natürlich noch nicht ganz das, was wir haben wollen, denn wir wollen zumindest für den Flyby auf 5000 Kilometer ran. Das heißt, hier müsste eine 5 stehen, die 20 müssen wir noch abräumen. So, jetzt können wir mal gucken. Kann man so machen. Schlecht. Auch schlecht. Aber es ist prinzipiell richtig vom Ansatz her. So. Zack, zack, zack. So, wir sind immer noch in dem Bereich, wo unsere Delta V für ausreichen. Wir müssen halt mal gucken, wie viel Boil-Off wir kriegen. Ich weiß gar nicht, ob Boil-Off überhaupt sauber implementiert ist hier in der ganzen Geschichte, aber wir können uns so langsam ranschummeln. Oh, das war zu viel. So. So, und jetzt haben wir schon mal einen schönen Überflug in 10 Millionen Kilometers Höhe. Und dann machen wir nochmal eine Zündung, sobald wir auf dem Ejection-Kurs sind und im Anflug sind, machen wir eine kleine Mid-Course-Correction. Die machen wir nicht mittig, die machen wir relativ weit am Anfang. Damit können wir den Kurs dann, glaube ich, nochmal schön runterzwingen. Dann kommen wir über den Nordpol rein und kriegen auf jeden Fall schon mal die 5 Millionen hin. So. Soweit der Plan. Gut. Fragen? Keine? Dann Ausführung. Gut, 3100 Spaß Fabrikation. Genau, wir müssen dann einmal gucken, dass wir gleich mit den Triebwerken noch arbeiten, also mit den RCS-Triebwerken die Drehung vorbereiten und so. Aber jetzt müssen wir erstmal an den Zeitpunkt des Geschehens heranwarpen. Das könnte jetzt ein bisschen epilepsiefördernd werden. Schwupp, 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 schwupp. Also wir drehen uns im Kreis. Ich hoffe mal. Was sagt eigentlich mein Strom? Electric Charge. Wir könnten noch ein bisschen gucken, dass wir ein paar Sachen verbessern. MechChip. Disabled. Macht das besser? Nein. Hibernation. Jawohl, das macht es ein bisschen besser. So. Das spart uns ein wenig Strom für den Transfer. Bin mir nicht sicher, ob wir mit dem Strom hinkommen, aber ich kann meinen Deep Hibernation-Trick wieder verwenden. Wenn wir nachher zum Mond fliegen. Ich habe leider keine Avionics-Shutdown-Option, wenn ich das richtig sehe. Also, beziehungsweise hier habe ich sie zwar, aber ich befürchte, der Stromfresser sitzt da. Und das Ding hier erzeugt natürlich nur so ein paar Watt. Also das, was wir machen können, ist zumindest schon mal gemacht.
nämlich Hibernation. So. So, jetzt schauen wir mal. Also, ich will jetzt haben, dass du wach bist. Ich will Avionics haben, die habe ich auch. So. Und ich will dich geenabled haben. Und ich will dich geenabled haben. Und RCS aus. Und... was machst du da? Hör auf damit. Alter. Ah, okay, erklärt einiges. Okay. Wir bereiten uns auf den Anflug vor. Ich habe leider kein Target. Indicator. So, was ich machen werde gleich, um das mit dem Strom noch hinzubekommen, ich werde dann übers Tracking Center gehen, um quasi, wir programmieren die Sonde auf Restartet ich in x Stunden oder in x Tagen und simulieren das übers Tracking Center, über die Tracking Station. Denn eine nicht aktive Vessel verbraucht keinen Strom. So. Hat letztes Mal funktioniert, wird diesmal auch wieder funktionieren. Es ist nur Cheaten, wenn es kein Game-Feature ist. So. Wie viel Hydrazin kostet uns der Spaß? Bisher gar nicht so viel. Das klingt nicht schäbig. Das ist nicht schäbig. Das ist so, so würde man das in der echten Raumfahrt auch machen, wenn man nicht genug Strom hat. Man würde da irgendwie so ein Wake-up-Kommando hinterlegen oder irgendwie sowas. Ich würde das so machen. Deshalb mache ich das einfach so. Komm hoch mit der Nase. Komm hoch. Sehr schön. Das sieht doch gar nicht schlecht aus. So. Ich glaube, wir sind relativ stabil, hoffe ich, für ihn inständig. Ich verbrauche nicht mein ganzes Hydrazin, Freund. Nee, sieht gut aus. Okay, wir haben 2 Minuten und ein bisschen Burntime. Hoffen wir das Beste. Es muss nur stabil bleiben für die Zündung. So, wir sind mit dem Stream durch, aber wir werden jetzt auf jeden Fall den Transfer noch starten, um mal zu gucken, ob das alles noch so hinhaut. Wir hatten keinen nennenswerten Boil-Off hier, also scheint alles okay zu sein. In meiner kleinen Welt zumindest. Es wird nicht ganz reichen mit dieser Stage. Das heißt, wir müssen dann ein bisschen Hydrazin-basiert fliegen. Mal gucken, wie das so funktioniert. Und jetzt zünden wir mal Allage-Triebwerke als nächstes. In der Hoffnung, dass das ausreicht, um die Kiste hier auf Vollgas zu bringen. Schauen wir mal, ob unser Konzept funktioniert. Hat gereicht. Hat gereicht und ich kann RCS wieder ausmachen. Wir sind im Endanflug. Translunar Injection ist gestartet. Jetzt heißt es durchhalten. Durchhalten, beten, hoffen. Danke für die Infos, Skunk Rider. Im Moment brauche ich es nicht, aber es ist gut zu wissen.
So. Das mache ich jetzt alles gleich händisch. Ich hoffe, dass der nicht zu sehr ins Schwanken kommt. Aber dafür hat er seine kleinen RCSs, um sich stabil zu halten. Das ist der Plan. Ich hoffe, dass er hier vor allen Dingen durchhält. Ich meine, das ist unser, ich sag mal, das schwächste Glied in der Kette, unser neues Triebwerk. Der hat am allerwenigsten Science-Punkte. Hat aber auch gut was eingefahren. Wir sind mit 2500 gestartet. Wir gehen jetzt auf die 3100 Data Units zu, die wir sammeln konnten über dieses Gerät. Ich weiß auch nicht, was hier passiert ist. Das müssen wir irgendwann nochmal fixen. So fliegt das Ding nicht zur Venus. Sieht ja fürchterlich aus. So. Sekunden Burntime noch. Okay, das heißt, umso mit Course Correction mit dem Teil und so brauchen wir uns überhaupt keine Sorgen mehr machen. Okay. Decouple und Activate Engine und RCS an. Damit wir irgendwie auf Kurs bleiben. So. Oh Gott. Fürchterlich. Schlecht. Schlecht, fürchterlich. Fürchterlich, beschissen schlecht. Alter. Okay. Naja. Ist nicht so richtig geil. Aber jetzt hat er sich gefangen. Okay. Wir sind unterwegs, wir sind unterwegs, wir sind unterwegs. Wir werden auf jeden Fall High Over Dingsbums, also High Over Earth hinbekommen. Wir werden auf jeden Fall einen Lunar Flyby hinbekommen. Da bin ich mir auch ziemlich sicher. Und mit ein bisschen Glück wird's für einen, also nee, mit ein bisschen Glück wird's für einen Orbit reichen und bei dem Crash bin ich mir eigentlich auch ziemlich sicher, dass wenn es für einen Orbit nicht reicht, reicht's für einen Crash. Oh, sexy. Huch, war vorher besser als danach. Man sollte nicht immer noch mal im Triebwerk rumhämmern. So, wartet mal. Kann man da noch... Oh ja. Oh ja. Papa benutzt die RCS-Triebwerke. Um das schon mal so ein bisschen nachzukorrigieren. Das kostet uns nämlich de facto keine Delta V. Und bringt uns in einen wunderschönen niedrigen... So, was müssen wir machen für den lustigen... So, da haben wir schon mal ein bisschen Geld bekommen. Wir müssen für den Orbit zwischen 20.000 und bla sein. Das heißt, es ist völlig gefahrlos, wenn ich hier noch ein bisschen tiefer gehe. Guckt euch diesen sexy Orbit an. Jetzt geht es schon wieder höher. Dann bleiben wir jetzt da. So, wir haben noch 645 Delta V. In meinen Delta V-Charts reicht das, um aus einem Intercept in einen 100-Kilometer-Orbit zu gehen. Wir wollen aber gar keinen 100-Kilometer-Orbit. Ich will es einmal in einen hochelliptischen Orbit, also auf unter 5000 Kilometer bremsen. Und ich will es dann crashen lassen. Klingt für mich erstmal alles ziemlich machbar. Jetzt schauen wir mal, was der Strom dazu sagt. Am Ende des Tages werden wir das sehen, ob die Tracking Station uns hold ist mit dem, was sie so tut. Aber das gucken wir uns in der nächsten Folge von RSS an. Unser Rennen zum Mond geht weiter und wir sind tatsächlich mit der Lunik 1 das erste Mal am Mond unterwegs. Ich sage hier erstmal vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr hattet eine Menge Spaß mit dem Livestream oder der Aufzeichnung. Und wir sehen uns am Donnerstagabend wieder für Hardcore Kerbal und am Sonntagnachmittag für Hardcore Colonization. Und mit RSS geht's weiter nächste Woche. Dienstag. Und ja, auf meinem steht auch 86, das hatte ich gerade mit der Venus verwechselt. Aber ich will ja gar nicht in 100 Kilometer Orbit. Wir werden sehen, ob es reicht, das finden wir alles nächste Mal raus. Danke fürs Zuschauen, mein Name ist Robert und tschüss.